willkommen aus dem Parkhotel. Herzlich willkommen aus der Zweitligastadt Dresden. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu einem Aufstiegsspezial von 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ja, die Stimmung ist richtig gut. Klasse. Wir wollen heute mit Ihnen diesen Aufstiegsmoment feiern. Diesen Aufstiegsmoment zelebrieren. Einen richtig schönen Abend verleben. Mit Ihnen hier im großen Ballsaal, die Sie alle einen großen oder kleinen Anteil am Aufstieg unserer Sportgemeinschaft haben. Was für eine Wahnsinnssaison. Ja, und ein Lied hat uns durch die Drittligastadien immer begleitet. Ein Lied der Fans, ob auswärts oder zu Hause. Ich hatte einen Traum und der Traum war wundervoll. Europacup, es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam. Alle Dresdner im Block sangen nur ein Lied für dich. OL Florenz, ihr kämpft für uns, wir für dich. Dieses Lied hat Dynamo Dresden in dieser Saison begleitet. Und dieses Lied, bis Dynamo Dresden wieder in Amsterdam spielt, da dauert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir hatten alle im letzten Sommer einen großen Traum, dass die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden wieder in die zweite Bundesliga zurückkehrt. Männer, darf ich feststellen, 6-mal Gänsehaut hier oben? Absolut. Lumpi, was ist dir durch den Kopf geschossen am Samstag in dem Moment? Was ist das Besondere an diesem Aufstieg? Was ist das Besondere an dieser Truppe? Ja, dass wir das sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht haben. So die anderen Aufstiege, die waren immer so kurz vor knapp in so einem letzten Entscheidungsspiel. Und jetzt war einfach über die ganze Saison hinweg eine Konstanz drin, die war ja unglaublich. Wir haben mit 2 Niederlagen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. So die komplette Leistung über die ganze Saison, das hat schon einiges hergemacht. Wie stolz ist die Brust, Kapitän dieser Truppe gewesen zu sein? Ja, das ist noch immer, ja, ich bin unfassbar stolz. Ich bin einfach nur tierisch glücklich und für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, so wie die ganze Saison gelaufen ist. Und wir haben das halt nur so super meistern können mit unseren Fans und halt eben auch wegen unserer starken Mannschaftsleistung.
Du hast, Marco, gesagt, es war im Nachgang die genau richtige Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen. Warum? Ja, ich glaube, weil man gesehen hat, dass Hefe in der Saison eine Entwicklung genommen hat, die ich zumindest im Sommer so nicht hundertprozentig gesehen habe. Das war richtig, richtig stark. Und seine Art, eine Mannschaft zu führen, ist sehr, sehr offen, vorneweg und direkt. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr gut getan. Fabi, gab es eigentlich bei der ganzen Feierei in den letzten 3 Tagen den Partymoment schlechthin, wo du gesagt hast, das war das Herausragende? Ja, ihr lacht schon. Also dann nein, ich... Hefe? Ich glaube, für uns alle war es ein extrem geiler Moment, als wir mit dem Bus nach Dresden reingefahren sind. Ja, und wie uns die, war schon südländisch, ne? Wie uns die Fans da empfangen haben, das war schon eine geile Sache. Lumpi, du hast gesagt, ich bin früh Vater geworden, da muss ich meine Kindheit im Nachgang immer noch so ein bisschen ausleben. Hast du das in den letzten 3 Tagen auch so ein bisschen ausgelebt? Ist da das Kind im Manne nochmal durchgekommen? Ich glaube, das ist eigentlich auch nur eine faule Ausrede mit den Kindern. Ich glaube, das wär auch so oder so immer wieder durchgekommen. Aber ich glaube, das muss auch einfach sein, generell in so einer Fußballtruppe. Sonst, weiß ich nicht, sonst kommst du da gar nicht durch. Also das gehört einfach jeden Tag mit dazu. Fabi, ist noch eine Rechnung offen in dieser Saison? Es ist ja jetzt mit dem Aufstieg durch. Ich sag nur 30. April. Sagst du, Lobby? Ich glaube, wir wissen alle, wie das Pokalspiel dann am Ende leider ausging. Deswegen glaube ich schon, dass wir als Mannschaft da noch eine Rechnung offen haben. Nils, wann sehen wir dich auf dem Feld wieder? Gibt es da schon einen Zeitpunkt? Nils? ja, genau kann man es noch nicht sagen. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach mit mir. Ich glaube, der Tobi, der ärgert sich jeden Tag aufs Neue, weil ich ziemlich übereifrig bin. Aber ja, ich glaube, ganz realistisch betrachtet wird es erst vielleicht in der neuen Saison was. Michael, wir haben gerade schon geredet über Osnabrück. Das war so ein Knackpunktspiel. Eine Geschichte der Saison hat auch ein Torhüter von euch geschrieben. Mit 17 Jahren, 5 Monaten und 16 Tagen rückte er beim Heimspiel gegen Münster zwischen die Pfosten. Ist damit der jüngste Dynamo-Profi aller Zeiten, der Markus Schubert. Er soll ja für seine 17 Jahre ziemlich cool sein. Wie war denn das an diesem Samstag? War er da cool wie ein Eskimo? Auf alle Fälle. Also der Schubi ist für mich eine absolute Legende. Weil er ab und zu immer so... Mit 17 schon eine Legende. Ja, auf alle Fälle. Ja, kann man auch kräftiger ruhig mal applaudieren für den jungen Herrn, ja, der ist 17 Jahre alt. Ja, und wie es der Zufall ist, ich bin ja heute Gott sei Dank nicht allein. Da würde ich hier oben vielleicht zerfließen. Ich habe einen zweiten Moderator und das ist Andreas Fritsch vom NDR. Andreas, schön, dass du heute hier mit dabei bist. Und Andreas, wie es dazu... Dankeschön. Ja. Ich bin glücklich, hier zu sein. Du hast, wie es der Zufall will, Markus Schubert am Mikrofon. Eine perfekte Regie. Markus, steh auf, Schubi. Was ist leichter? Sau cool im Kasten zu stehen als jüngster Torwart der SGD oder heute hier als erster in diesem Pulk ins Mikrofon zu reden im Saal? Na, ich denke, ja, was soll ich dazu sagen? Die Mannschaft war ja völlig baff. Eisvogel, der war so cool, der hat die Null gehalten. Naja, ich würde auch sagen, ich möchte nochmal ein großes Dank an die Mannschaft und die Fans sagen, weil die haben es mir auch unfassbar leicht gemacht. Also ich glaube, ich weiß noch, wo ich zur Erwärmung raus bin und die ganzen Fans haben meinen Namen gerufen. Auch die Woche davor, ich weiß noch, Paco hat intensiv mit mir gesprochen, danke nochmal. Auch der Torwarttrainer Brano und das gesamte Team einfach, da wollte ich schon mal Danke sagen. Und dann warst du draußen? Dein Applaus. Hast 90 Minuten gespielt wie ein Torwart Gott, hast die Null gehalten. Im Nachhinein, was war das für eine Erfahrung? Was erzählst du deinen Enkeln von diesem Spiel? Ja, ich würde glaube immer sagen, dass ich mit dem Spiel nicht viel zu tun hatte. Und das, sage ich mal, Münster auch relativ einfach gemacht hat. Aber so vor, wie viele Zuschauer waren, 28.000, da ging ein Traum in Erfüllung. Jetzt haben ja manche Vereine schon versucht, dich wegzulocken, teilweise auch für viel Geld. Warum bist du bei Dresden geblieben? Na, ich denke, Dresden ist halt meine Heimat und Dynamo einfach mein Verein und bis jetzt. Das möge immer so bleiben. Vielen Dank, Markus Schubert.
Danke, Andreas. Ja, Michael, da sind wir ja beim Thema. Du hast gesagt, du hast in den letzten Tagen die schwerste Entscheidung deines Lebens getroffen. Ich habe am Samstag die Fans gesehen, die haben dich bekniet, haben gehofft. Gestern ist die Meldung durchgekommen, dass du deinen Vertrag bei Dynamo Dresden nicht beenden wirst. Du sagst der Sportgemeinschaft am 14. Mai goodbye. War es ein Angebot, was man nicht ausschlagen konnte? Warum verlässt du Dresden? Ja, erstmal möchte ich nochmal sagen, dass das für mich eine sehr, sehr harte Entscheidung war, weil ich weiß, was ich hier bei Dynamo Dresden habe. Dynamo Dresden hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Der Trainer Ralf Minge hat mich zum Kapitän gemacht. Wir sind aufgestiegen in die zweite Liga. Und normalerweise, wenn ich kein Angebot aus dem Ausland, aus England bekommen hätte, dann wäre ich auch ganz normal bei Dynamo Dresden gewesen, weil es gibt für mich nur einen Verein in Deutschland. Und deshalb Dynamo Dresden. Ich hatte auch Zweitliga-Angebote aus Deutschland, die habe ich alle abgelehnt. Aber wie gesagt, es ist schon immer mal ein Kindheitstraum von mir gewesen, auf der Insel zu spielen. Und jetzt habe ich diese Möglichkeit, beim Zweitligist anzufangen und mich dort zu beweisen. Und ich bin davon überzeugt, dass Dynamo Dresden auch ohne mich in der zweiten Liga sich festbeißen wird. Und ich mit dir wäre es aber schöner gewesen. Ja, klar, auf alle Fälle. Aber ich will gar kein Verständnis von den Fans oder von den ganzen Leuten. Ich will einfach nur, dass diese Entscheidung respektiert wird, weil für mich war das wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich habe mich im Endeffekt entschieden für einen Kindheitstraum und den will ich mir jetzt auch erfüllen, weil die Karriere als Fußballer ist endlich. Das ist halt das große Problem. Und ich weiß nicht, wann ich nochmal so eine Chance bekomme. Deswegen habe ich die beim Schopf gepackt. Und du hast gesagt, Michael, du hast gesagt, von diesen 2 Jahren in Dresden wirst du noch deinen Kindern irgendwann mal erzählen. Ja, was wirst du denn deinen Kindern von diesen 2 Jahren Dresden erzählen? Dass es einfach kein normaler Verein ist. Dynamo Dresden ist einfach ein Mythos. Die ganze Stadt lebt, liebt Dynamo Dresden. Du bist hier als Fußballer. Wenn alles super läuft, wirst du einfach in den Himmel gehoben, bist ein Held, bist ein Hero. Und da gibt es so viele positive Momente, die ich einfach meinen Kindern, meinen Enkelkindern erzählen will. Du gehst aber jetzt schon ganz schön weit in der Familienplanung. Ja, auf alle Fälle. Ich will ja damit zum Ausdruck bringen, wie schön diese Zeit, diese 2 Jahre hier waren, weil ich glaube, das Beeindruckendste war für mich mein erster Spieltag gegen VfB Stuttgart 2. Da habe ich das Ganze noch nicht so richtig einschätzen können, was Dynamo Dresden überhaupt bedeutet. Und da habe ich dann gesehen, da sind gegen VfB Stuttgart 2, was jetzt nicht unbedingt so die Supermannschaft ist, 25.000, 26.000 Leute da. Und feiern uns zu und bejubeln uns und pushen uns. Und das war unglaublich einfach. Das war unglaublich. England ist sicher, der Verein noch nicht? Doch, das ist schon alles sicher. Das wird morgen bekannt gegeben. Okay, da lassen wir uns dann auf morgen freuen. Ich will, weil England ja jetzt feststeht, vielleicht nochmal so einen kleinen Volkshochschulkurs Englisch mit dir machen. Kannst du uns sagen, was heißt, you can plant asparagus on this pitch, but you cannot play football? Ich muss sagen, deine Aussprache ist nicht sehr englisch, ich kann deswegen es habe ich das nicht verstanden. Ja, jetzt liegt es wieder an mir. Wir machen es gleich nochmal. Du sechstelst zu sehr. Ja, na klar, ich komme auch aus dieser Stadt. Lass mich mal mitlesen, dass ich das sehen kann. Jetzt machen wir. So. You can't plant asparagus on this pitch, but you cannot play football. Dass man da Spargel anbauen kann, aber nicht Fußball spielen kann. Aber ja, du musst ja, das ganz ja anders betonen. Aber komm, das kommt schon noch irgendwie. Ja, auf diesem Platz kann man Spargel anbauen, aber nicht Fußball spielen. Also wir haben es doch so richtig bekommen. Genau. Hefe, Jungs, vielen Dank für euch. Vielen Dank, dass ihr hier oben wart. Ihr seid der Mannschaftsrat der SG Dynamo. Schön, dass ihr hier seid. Genießt den Abend mit uns gemeinsam. Genießt diesen Aufstiegsabend hier im Parkhotel und Michael, weine nicht, dass es vorüber ist, sondern lächle, dass es... Vielen Dank an euch hier oben. Applaus
Ja, Andreas, und vom aktuellen Mannschaftsrat zu denen, die früher die Tore erzielt haben, oder zu einem, der früher die Tore erzielt hat. Wobei, ganz kurz, kurzer Einschub, du kennst dich ja in Sachen England auch ganz gut aus. Du hast doch zwar nicht Fußball gespielt, aber die englische Mentalität kannst du dem Hefele auch näher bringen, oder? Absolut. Neben mir steht Ehrenspielführer Hansi Greiche, Dieter Riedel ist auch da. Wollen wir den Faden gleich nochmal aufknüpfen? Ich habe ein Jahr in England gelegt. Hefele, ich muss dir sagen, diese Städte, die da jetzt genannt werden, die sind hässlich. Reihenhäuser, jeden Freitag im Pub Prügeleien. Gibt es eine Möglichkeit, Hansi, was sagen Sie, macht das der Hefele richtig? Oder gibt es eine Möglichkeit, ihn heute Abend doch noch umzustimmen? Wir wollten auch seine Freundin irgendwie beknien, die hat er leider gar nicht mitgebracht heute. Ich glaube nicht, weil wer sich mit der Historie auskennt von Dynamo Dresden, der weiß, dass wir dreimal in Liverpool gespielt haben. Und das ist einfach ein Traum, in England Fußball zu spielen. Und deshalb verstehe ich auch die Entscheidung von Michael Hefele. Er hat sich das auch irgendwo verdient. Er hat hier seinen Beitrag geleistet, dass es wieder vorangeht, dass wir wieder, sagen wir mal, Licht am Tunnel erkennen. Und deshalb alles, alles Gute. Er wird auch in England eine gute Rolle spielen, bin ich mir sicher. Und wir sagen alle ganz herzlich Dankeschön, Hefe, für zwei wunderbare Jahre. Hansi, wie haben Sie diesen Samstag erlebt? Nicht im Stadion, nicht in Magdeburg, weil Ihr Job ist das Scouten, gute Leute zu Dynamo holen. Wo waren Sie, als Dynamo gegen Magdeburg spielte? Ja, da wollen wir nicht drüber reden, wo wir überall auftreten, sondern wir sind unterwegs. Und ich bin ja bekanntlicherweise Rentner und denke aber, dass ich, sagen wir, mit meiner Erfahrung, die ich jahrelang auch im Scouting gesammelt habe, dem Ralf noch ein bisschen mit zur Hand gehe und hier unterwegs bin, beziehungsweise muss man auch mal einen Namen nennen, mit dem Christian Walter, unser Chef-Scout, der eine super Arbeit hier leistet und eigentlich auch ein bisschen zu schwach hier rüberkommt. Und deshalb denke ich, dass in allererster Linie, was das Scouting betrifft, dem Michael Walter Dank gebührt, großer Dank gebührt. Und den holen wir heute auch noch ans Mikrofon. Jetzt ist aber erstmal Dieter Riedel da, auch eher Ehrenspielführer. Ihr Fazit der Saison in zwei schönen Sätzen. Also im Grunde genommen überragend. Ich sage mal, drei gewisse Punkte haben gestimmt. Der Ralf Minge als Sportvorstand hat einen super Trainer ausgewählt, der die Mannschaft geformt hat. Das sieht man an den Michael Hefele als Beispiel oder Justin Eilers, die den Verein verlassen werden. Also andere Vereine sind aufmerksam geworden. Die Mannschaft hat konstant über das ganze Jahr gespielt, auch mit gewissen Schwächen. Das ist ganz normal in einer laufenden Saison mit 38 Spielen. Einige Spiele stehen noch bevor. So. Und man muss auch sagen, dass vor allen Dingen die wirtschaftliche Stabilität in den Verein wieder eingetreten ist. Das ist so ein bisschen mein Hobby auch damals gewesen. Und dass im Grunde genommen das im Gleichgang mit der sportlichen Entwicklung gegangen ist. Und das ist der Faustpfand im Grunde genommen des Vereins, deswegen ist er wieder aktuell in der zweiten Bundesliga. Vielen Dank, Dieter Riedel, unsere Ehrenspielführer. Tradition verbindet bei unserer SGD. Und damit zurück zu dir, Jens. Andreas, vielen, vielen Dank. Und wir machen weiter mit den nächsten Spielern hier vorne bei mir auf der Treppe, würde ich mal sagen, auf der Treppe hier im großen Ballsaal im Parkhotel. Er hält hinten den Laden sicher. Allein schon in dieser Saison hat er 10-0 gespielt, leitet mit präzisen Pässen dann auch die Angriffe der SGD ein. Hier ist die Nummer 1, hier ist Janis Plaswig. Ein ehemaliger Trainer sagt über ihn, wenn Giuliano auf dem Platz steht, sieht er nur noch Beute. Er hat die Stürmer der dritten Liga erfolgreich gejagt. Giuliano Modica. Er läuft die rechte Außenbahn rauf und runter, zählt zu den schnellsten bei der SGD. Niklas Kreuzer.15 Drittliga-Einsätze in dieser Saison, flexibel in der Defensive einsetzbar und stand auch am Samstag beim entscheidenden Spiel in Magdeburg auf dem Platz. Hier ist Yannick Müller. Applaus
Meine Herren, wir nehmen wieder Platz und ja, wir haben, Jannis, wir haben vorhin schon gehört von den Jungs, der Empfang am Samstag hier in Dresden, das war was Besonderes, schon gesagt hat er, südländisch, oder? Ja, es war schon einmalig, also mit den Bengalos, mit der Menschenmasse, alle haben gegen den Bus gehauen, wir haben gegen den Bus gehauen, das war schon ein super geiles Gefühl, ja. Ich glaube, damit wir jetzt nicht so viel drüber reden müssen, sondern einfach nochmal die Bilder wirken lassen. Hier sind die Bilder von der Ankunft des Aufsteigers in Dresden. Dritte Liga! Nie mehr! Dritte Liga! Mein Gott, haben sie den Eide gleich noch fallen lassen. Jannis, wie viele Selfies hast du am Samstag geschossen? Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Oh. So bestimmt über 100, oder? War ein paar, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Giuliano, als Gaucho kann ich mir vorstellen, so stelle ich mir den Empfang bei Boca Juniors oder River Plate vor, oder? Also so etwa, das ist doch argentinisch gewesen, oder? Auf jeden Fall, so sieht es ungefähr in Argentinien aus, wenn solche Klassiker gibt, wie es vielleicht jetzt auch bei uns war in Magdeburg. Aber wie die Jungs es alle schon gesagt haben, also wirklich ein riesiges Dankeschön an die Fans, wie die uns empfangen haben. Das war eine einmalige Sache und es wird für immer bei uns bleiben. Apropos südländisch, hat sich denn eigentlich dein Spezi, Marc-André Ter Stegen, schon gemeldet? Er hatte neulich in einem Interview gesagt, dass es endlich Zeit wird, dass du aufsteigst und dass ihr eigentlich noch regelmäßig, also einmal pro Woche miteinander kommuniziert. Ja, er hat mir gratuliert, Kontakt ist da, tauschen uns regelmäßig aus und ja. Niklas, sehen wir denn noch ein Saisontor von dir? Du warst gegen Kiel so nah dran, da hat der verdammte Kieler Torhüter noch so die Faust rausgehauen. Klappt's noch in dieser Saison? Ja, hoffentlich. Also ich habe schon zum Paco gesagt, ich muss mir ja revanchieren. Also ich habe ihm ja diese Saison einige aufgelegt. Er meinte zu mir, er will mir auch nochmal einen auflegen. Hat schon zwei, dreimal eigentlich richtig gut gemacht. Aber ja, ich habe es ein bisschen verfehlt und mein Ziel ist klar, nochmal zu treffen dieses Jahr. Ihr habt am Samstag den Aufstieg klar gemacht. Wird es denn was in der nächsten Saison mit dem Duell Papa gegen Sohn? Aktuell sieht es für die Münchner Löwen nicht ganz so gut aus. Heute auch den Trainer gewechselt. An die Allianz Arena haben die Dresdner Fans immer ganz spezielle und vor allem speziell gute Erfahrungen. Also wir würden schon ganz gerne Also du siehst schon, wir würden nächste Saison schon ganz gerne mal wieder in den Tempel da nach München fahren. Ja, ich glaube, das ist ein Wunsch, den hat ich und auch mein Dad schon das Leben lang. Also wenn es nächstes Jahr möglich wäre, wäre natürlich wunderschön. Ich glaube aber, der muss mit den 60ern noch bis zur letzten Minute kämpfen. Das wird nicht einfach, aber ich wünsche ihm natürlich von Herzen Glück, wie er es auch uns gewünscht hat. Er war auch der erste Gratulant gleich nach dem Spiel. Er hat mir auch gesagt, dass so ein Verein und der Qualität des Kaders das einfach verdient hat, nächstes Jahr zweite Liga zu spielen und ich hoffe gegen ihn. Ja, wie gesagt, nichts gegen Paderborn, aber ich denke mal, der ein oder andere fährt lieber nach München als nach Paderborn. Jannik, Vertrag für die zweite Liga oder für die nächste Saison ist jetzt noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Auf welches Stadion, wenn es denn so kommen würde, würdest du dich denn am meisten in der nächsten Saison freuen? Na, am meisten würde ich mich freuen, auch wenn es jetzt blöd klingt, ist es, wenn wir in Köln spielen würden. Dafür müsste der FC zwar absteigen, aber ich denke, das ist schon immer ein Kindheitstraum von mir gewesen, einmal im Stadion zu spielen. Von daher wäre das mein Lieblingsstadion. Lass uns noch ganz kurz über die Saison sprechen. Was muss passieren oder könnt ihr garantieren, dass die letzten vier Partien jetzt keine Südfruchtspiele werden? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder Spieler, jeder Fußballer möchte oder gibt alles dafür, mir das Spiel zu gewinnen. Und das werden wir auch machen. Heute im Training haben wir damit angefangen. Wir werden die Belastung nicht runterfahren und ja,
versuchen weiter unser Bestes zu geben und die Spiele natürlich zu gewinnen. Denn ich denke, zu Hause wird die Hütte voll sein und da wollen wir unseren Fans nochmal ein schönes Abschiedsgeschenk machen. Ihr habt noch 3 Heimspiele auf jeden Fall, da sollte auf jeden Fall einiges noch möglich sein. Ja, Janis, es sind noch einige Geschichten ungeklärt, zum Beispiel die Geschichte, was im Sommer wird. Oder kannst du uns jetzt schon mehr verraten? Gibt es da jetzt schon Klarheit? Sehen wir dich auch in der kommenden Saison, dann in der zweiten Bundesliga? Also was Konkretes gibt es noch nicht. Aber? Ich würde sehr gerne noch ein Jahr bleiben, auf jeden Fall. Aber da bin ich jetzt gerade eigentlich der falsche Ansprechpartner für. Wer ist denn dann der richtige Ansprechpartner? Gibt es natürlich jemanden, der ja auch jetzt... Ja, gut. Also da hoffen wir mal, dass wir da eine schnelle Lösung finden, weil ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Part abgegeben als Torhüter der SGD. Stichwort Torhüter, Andreas. Stichwort Torhüter, Stichwort sehr gute Torhüter. Wir haben heute hier ein Geburtstagskind und brauchen von euch allen ein spontanes Happy Birthday für Patrick. Wiegers, 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Patrick. Happy Birthday to you. Patrick, steh auf, da sehen wir dich besser. Starker Rückhalt, als er in Magdeburg gebraucht wurde, war er da, war er voll da. Und deswegen glaube ich, hier sind erstmal die schönen Blümchen, die Geburtstagsblümchen, natürlich in Schwarz-Gelb. Du hast Gott sei Dank noch Vertrag und ich glaube, wegen der starken Leistung sind deine Haare in der Kabine dran geblieben, ist das richtig? Ja, nee, es lag nicht an der Leistung, ich glaube, das würde ich mein Leben nicht machen. Ich habe das schon einmal gemacht, dass ich die Haare runter mache. Ich glaube, längere Haare stehen mir besser. Ich glaube, da sind alle deiner Meinung. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns bist bei Dynamo. Patrick Wiegers. Und wir gehen, weil wir gerade bei den Haaren sind, gehen wir doch einfach mal zu dem Mann, dessen Haare dann dran glauben mussten. Chef, komm mal hoch. Was war das für eine irre Geschichte? Lange geplant oder spontan entschieden, der Mob muss weg? Nee, ich glaube, war lange geplant. Ja? Aber ein paar Spieler hatten nicht geglaubt, wie Fabi Alter zum Beispiel. Er hat mir gesagt, Jeff, du machst das nicht. Ich sage, doch, wenn ich ein Wort sage, mache ich. Ja. Wer ist der Meinung, dass Jeff jetzt besser aussieht? Mal schnell Hand hoch. Du merkst, richtige Entscheidung. Was hat die Liebste gesagt? War die überrascht oder war das auch mit ihr abgesprochen? Nee, also meine Frau war schon das zweite Mal, weil ich habe schon mit Karlsruhe in der Aufstieg in der Bundesliga schon gemacht. Nur meine Tochter, wo da sitzt, sie ist da hinten da, hat mir gesagt, ah Papa, ist komisch aus. Aber jetzt lächelt sie auch wieder. Vielen Dank, Jeff. Die Jens Umbreit Gedächtnisfrisur. Ja, oder die Hansi Kreische so Gedächtnisfrisur. Ob Robert Andrich seinen Friseur schon verklagt hat, klären wir vielleicht später. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Robert, den Prozess gewinnst du auf jeden Fall. Ja, Giuliano, du hast es im Vorjahr verpasst, aufzusteigen. Und jetzt ausgerechnet in Magdeburg macht ihr das Ding perfekt. Hoi, du warst aber nach dem Abpfiff auch mächtig angefasst, oder? Ja, ich war auch schon vor dem Spiel, wer mich vielleicht gesehen hat im Gang, ich glaube, war das 20 Minuten vor dem Spielbeginn, bin ich die ganze Zeit in Runden gelaufen, weil ich einfach wirklich so angespannt war. Mir sind die ganze Zeit die Bilder durch den Kopf gegangen, die wir damals erlebt haben. Viele Leute haben, geweint halt auch, weil wir auch eine so erfolgreiche Saison hatten mit 2 Niederlagen nur. Und dann am Ende halt die 2 auch verdient verloren, die Spiele. Und deswegen war das halt ein sehr trauriger Moment, wo dann auch für mich selber nicht wusste genau, wie es weitergeht. Einfach dort in Magdeburg den doppelten Aufstieg feiern zu können, war für mich einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, nach dem Spiel ging es einfach nicht mehr. Da konnte ich einfach mit niemandem reden. Der Trainer kam sogar auch zu mir und habe ihm auch sogar gesagt, dass ich erstmal alleine sein will, weil ich wirklich, für mich war das ein ganz persönlicher, schöner Moment. Das war richtig schön und ich glaube, ja, dafür ein Applaus. Mocki, du bist auf jeden Fall einer der Aufsteiger in dieser Saison. Ist die Mama stolz auf dich? Nicht nur die Mama, ich denke auch viele Fans da draußen und vor allem auch der Trainer und der Ralf Minge, die
mir dieses gewisse Vertrauen gegeben haben. Und ich bin unglaublich froh und dankbar, hier gewesen zu sein. Und ja, ich kann einfach nur Dankeschön sagen und ich hoffe, ich habe einfach das alles mit Vertrauen zurückgegeben. Und es läuft ja auch außerhalb des Fußballrasens richtig, richtig gut. Hundepapa bist du schon? Jetzt wirst du auch bald noch richtiger Papa. Ich bin ja in den letzten Tagen ein bisschen unsicher geworden bei all diesen Vertragskonstellationen. Das Baby wird schon Dresdner, oder? Ja, da sind wir noch am Überlegen, aber ich denke schon. Ja, man sieht es auch vielleicht auch im Platz, auch dass bei mir auch außerhalb des Platzes sehr gut funktioniert. Ich bin mit meiner Freundin Leslie, Hündin Nala, sehr glücklich hier in Dresden. Wir wurden super aufgenommen. Und ja, da klappt es einfach alles. Dann. Da kommt dann noch jemand dazu. Bist du traurig, dass dein Abwehrbuddy die SGD verlässt? Natürlich, wie der Hardy auch vorhin schon gesagt hat, Hefele war für uns ein sehr wichtiger Spieler, der auch Dinge angesprochen hat, die vielleicht den einen oder anderen nicht gefallen hat. Das war ein Typ, der jeder Mannschaft braucht. Und ja, ich habe mich mit ihm nicht nur auf dem Platz sehr gut verstanden, sondern auch neben dem Platz haben wir uns ab und zu mal ordentliche FIFA-Duelle geliefert. Da kennt er mich ziemlich gut, aber ja. Natürlich wird er mir auf jeden Fall als Person fehlen und als Fußballtyp sowieso. Ja, der Michael will jetzt lieber Bohnen zum Frühstück essen. Jannis, apropos Essen, eine ganz starke Aktion. Kampierende Fans vor dem Magdeburg-Spiel und da bist du zum Pizzabesteller geworden. Kannst du noch mal ganz kurz die Nummer erzählen? Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es so eine große Welle macht, aber ich hatte an dem Tag Behandlung. Habe ich, glaube 20 Fans haben vor dem Fanshop oder vor dem Ticketschalter gecampt. Ich bin mal zu denen, habe gefragt, wie lange die schon hier sitzen und warten. Und ich sage, komm, Abend ein bisschen versüßen, Pizza, Bier hatten sie sowieso da, läuft. Großartig, großartige Aktion, schön, dass du das gemacht hast. Und ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen den Zusammenhalt bei Dynamo. Stichwort Zusammenhalt, der ist ja auch in der Mannschaft richtig groß. Du bist zum Beispiel mit Lumpi Lamberts dick befreundet, ihr wart zusammen im Urlaub. Das ist außergewöhnlich, muss man sagen. Das ist für dich auch in Dresden was Neues. Ja, das ist auf keinen Fall häufig so, gerade im Fußballgeschäft. Spieler kommen und gehen eigentlich, aber Freundschaften sind da doch schon sehr selten, aber auch sehr wichtig. Sehr, sehr schön. Das klingt richtig gut. Jungs, vielen Dank für euren Besuch hier vorne. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für euren Besuch hier auf der Bühne. Danke. Und ich habe es jetzt relativ einfach. Andreas gibt es jetzt im Doppelpack. Der Präsident der SGD, Andreas Ritter, ist bei Andreas Fritsch. Ganz genau. Der am längsten amtierende Dynamo-Präsident, muss man auch mal sagen. Seit 2010 und der im Kreisel unserem schönen Stadionheft mal gesagt hat, was ich als Präsident miterleben durfte, das ist ein ganz großes Geschenk. Und das hat er lange vor dem Aufstieg jetzt gesagt. Jetzt ist ja Weihnachten gleich doppelt gewesen, oder? Ja, das ist das zweite Geschenk, was ich nun schon bekomme. Aber jeder Aufstieg schreibt natürlich Geschichten. So war das auch 2011. Meine Frau sagt immer, irgendwann musst du mal ein Buch schreiben. Und du hast schon recht, ich bin unwahrscheinlich stolz drauf, dass ich 6 Jahre dieser SGD vorstehen darf und dass ich das Vertrauen der Mitglieder genieße. Das ist nicht selbstverständlich und ich werde mir Mühe geben, auch weiterhin dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Kann man in einen Satz packen, was das Schönste war in dieser Saison? Nein, das kann man nicht, weil es war einfach eine geile Saison insgesamt. Man musste nicht immer Angst haben, wieder mal ein Spiel zu verlieren oder abzusacken, so wie wir das in den vergangenen Saisonen gesehen haben. Es war eine kontinuierliche Spielweise, eine kontinuierliche Entwicklung und das hat Spaß gemacht, weil das hat natürlich auch unsere Nerven mal geschont. Der Spieltagsdefibrillator, den wir alle irgendwo haben, er hat ja ein Dynamo-Herz und ein DAK-Herz und der Defibrillator, der war lange nicht in Betrieb, ne? Nein, aber du wirst lachen, ich habe natürlich als DAK-Chef in meinem Auto einen Defibrillator immer mit, also in meinem PKW, nur die schlechte Nachricht ist, heute habe ich mein Auto nicht dabei. Wir brauchen den auch heute nicht. Was geht gar nicht? Wenn wir zurückschauen, auch aufs letzte Wochenende, auch da muss der Präsident deutliche Worte finden. Ja, das habe ich ja schon gesagt und ich denke, das wollen wir heute auch nicht weiter ausdiskutieren. Ich bin etwas traurig, dass unsere Aufstiegsfeier so etwas vermasselt wurde, gerade das, was im Stadion passiert ist. Das macht mich traurig, weil es gab 10.000 auf der Tribüne, die seit 13 Uhr ausgeharrt haben, nur mal die Mannschaft zu sehen. Und ich glaube, die halbe Stunde Zeit hätte es auch noch gegeben, um dann nochmal auf den Rasen zu rennen und dann die Mannschaft zu herzen. Und so hätten alle was davon gehabt.
Deutliche Worte, vielen Dank, Andreas Ritter. Aber wir haben noch eine Alterspräsidentin heute hier bei uns. Und da gehen wir mal rüber zu Ingrid Bayer, der Dynamo-Oma, die mich gestern angerufen hat und gesagt hat, Mensch, was soll ich denn anziehen? Was Festliches oder was mit Dynamo? Und dann hat sie ein Dynamo-Shirt angezogen, aber wir müssen es ja fast schon verdecken, liebe Oma, mit dem falschen Sponsoren-Logo. Und deswegen ist jetzt Andreas Ritter hier, Ingrid. Also liebe Oma, für deine Treue und sie nur stellvertretend für die Mannschaft, wenn du sie mit Kuchen und Keksen belohnst, haben wir uns überlegt, dir heute mal ein Trikot zu überreichen mit den Unterschriften der Mannschaft. Hier sind aber keine Unterschriften drauf, weil das Trikot, was wir für dich hatten, ist leider bei den Aufstiegsfeierlichkeiten im Stadion, ich sag's mal nett, abhanden gekommen. Aus dem Grund kriegst du heute das und das mit den Unterschriften holen wir nochmal nach. Ingrid Bayer, seit 1954 Dynamo-Fan. Die hat unsere Ehrenspielführer schon spielen gesehen. Oma, die grauen Haare, wissen wir, die sind vom Abstieg vom letzten. Jetzt reden wir über den nächsten Aufstieg. Wie alt musst du werden, um Dynamo in der ersten Liga zu sehen? 88. 88? In 3 Jahren sind wir erste Liga? Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich doch. Das muss eher passieren, aber ob es passiert, da sind die Jungs dran schuld, wenn es nicht passiert. Herzlichen Dank. Die Dynamo-Oma, Jens, klare Ansage. Ja, wer will denn dieser Frau widersprechen? Also ich definitiv nicht. Also die Nummer 85 wird definitiv nicht mehr vergeben bei Dynamo Dresden. Und wir kommen zu den nächsten Spielern hier vorne bei mir auf der Bühne. Er sagt, wenn es hier in Dresden gut läuft, schwebt man, glaube ich, auf Wolke 7. Und bei ihm lief es in dieser Saison richtig gut. Ayas Aosman. Es ist sein 3. Aufstieg, aber ich denke, dieser 3. Aufstieg ist ein besonderer. Er kam im Winter aus Nürnberg. Hier ist Stefan Kutschke. Er ist der, der immer lacht. Und er lacht besonders gerne und viel und laut. Und er hat gut lachen. Er ist im Winter aus Düsseldorf gekommen und war am Aufstieg beteiligt. Hallo, Fabian Holthaus. Und sein Hoheitsgebiet ist das defensive Mittelfeld. Seine 2 Jahre hier in Dresden gehen mit einem Happy End zu Ende. Quirin Moll. Stefan, Mensch, der 3. Aufstieg. Und du hast gesagt, das wäre der Aufstieg mit meiner Heimatstadt. Dem Verein, von dem ich früher selbst Kind war, davon träumt doch jedes Kind. Vorher hast du das gesagt. Ist am Samstag für dich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen? Ja, ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. Wenn man hier aus der Stadt kommt, ich habe das schon im Winter gesagt, wo ich hierher geholt wurde, dann ist das was Besonderes. Vor allem, wenn man auch ja, den Verein kennt, die Fanszene kennt. Ja, dann, ich glaube, dann ist das nicht gelogen. Definitiv. Ayas, du hast gesagt, Mensch, so eine Welt wie hier in Dresden, das kannte ich aus Regensburg noch nicht. Am Samstag haben dich die Fans auf Händen getragen bei der Feier hier im Stadion. Beschreib mal diese neue, spezielle Welt, die du in dieser Saison kennengelernt hast. Red nicht so viel, mein Lieber. Du bist ja sonst als Plauderer bekannt. Ja, das, was man hier erlebt man sonst nirgendwo und ja, ich habe Samstag einfach genossen, die ganze Atmosphäre und hat mich sehr glücklich gemacht. Mhm. Stefan, kannst du so ein bisschen die 3 Tage nochmal rekapitulieren, wie es so war vom Samstagabend bis heute? Ihr habt ja heute schon wieder trainiert. Bist du noch im Feiermodus oder schon auf Regeneration jetzt geschaltet? Ja, ich glaube, gestern Abend war dann 11:30 oder 12 Uhr mal Schluss. Heute im Training hat der Trainer bestimmt gesehen, dass es 2, 3 harte Tage waren und alles noch nicht so ganz rund lief. Ja, Samstag war unfassbar. Bist du ins Bett gekommen? Ja, ich glaube, es war 4 oder so. Es war, das ist ja noch human. Ja, war angenehm. Ja, war dann vielleicht auch nicht so der Aufstieg oder dass man sich so freuen konnte mit den Vorkommnissen in Magdeburg, wie wir uns das alle gewünscht hatten.
Trotzdem war es für uns als Mannschaft und die es alle erlebt haben im Bus, phänomenal. Ja. Auch der Sonntag dann, wo man einfach hier nochmal, wo die Stadt eigentlich tot ist, wo nichts los ist, uns im Fürsters privat aufgeschlossen wurde, ja, und für uns noch länger gemacht wurde. Ja, da haben wir es nochmal krachen lassen. Also so Samstag, Sonntag, da habt ihr die Firebeast raushängen lassen? Ja, das hat dann der Montag zu spüren bekommen, dass Samstag und Sonntag ja, feuchtfröhlich waren. Fabian, ich würde mal sagen, alles richtig gemacht, oder? Mit der Entscheidung, im Winter hier nach Dresden zu kommen und diesen Aufstieg, wie ihn Stefan gerade beschrieben hat, zu zelebrieren. Ja. Kannst ruhig ein bisschen mehr dazu sagen, also wie es so für dich war, das Ganze hier zu genießen? Nee, definitiv. Mit so die beste Entscheidung überhaupt für mich. Ja. Es hat super viel Spaß gemacht. Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch kleinere Ziele, die wir uns gesteckt haben, die wir erreichen wollen. Das Größte haben wir geschafft. Und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Weißt du jetzt schon mehr? Neulich hast du auf der Pressekonferenz gesagt, du musst erstmal in deinen Vertrag schauen, wie es jetzt im Sommer weitergehen könnte. Klar ist, die Leihe läuft ab. Gibt es schon neue Entwicklungstendenzen? Also du bist ja im Sommer erstmal wieder in Düsseldorf, wenn ich richtig Bescheid weiß. Also ich habe den Vertrag gefunden, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Aber das wirst du dann vielleicht die nächsten Tage mal tun, oder? Ja, erst... Es ist ja jetzt ein bisschen Zeit, der ganz große Aufstiegsdruck ist ja jetzt weg. Ja, ja, aber erst spielen wir jetzt noch gegen Wiesbaden und ich glaube, dann kommt irgendwas Lilanes. Ja, und dann haben wir noch zwei Spiele. So sieht das aus. Ayas, apropos Saison, mit dir fing alles an. Kannst du dich noch erinnern? Im Juli, erstes Saisonspiel. Wer hat das erste Tor geschossen für die SGD? Ja, ich. Welche Erinnerung hast du an den Tag? Hättest du damals gedacht, Mensch, das wird so eine geile Aufstiegssaison? Nee, das habe ich nicht gedacht, aber mir war klar, dass wir aufsteigen. Bist du ganz so ausführlich, wollte ich es gar nicht wissen. Quirin, jetzt geht im Sommer deine Mission hier in Dresden zu Ende. Happy End? Ja, definitiv ein Happy End. Besser kann man sich nicht vorstellen und ich bin auch glücklich, dass ich ein Teil der Mannschaft sein konnte und das miterleben konnte. Also wirklich eine gelungene Abschlussveranstaltung, gerade am Samstag dann nochmal mit dem 2:2 in Magdeburg. Wir haben uns ja dann hinterher getroffen, wo die Fans gefeiert haben. Das war schon beeindruckend, oder? Ja, das war auf jeden Fall beeindruckend und ich werde das auch ganz, also die ganze Veranstaltung und alles das ganze Jahr nicht vergessen. Das war, wie alle schon gesagt haben, ein super Erlebnis für uns alle. Und das wird uns in Erinnerung bleiben. Andreas, du bist an einem Platz, wo ich dich ein bisschen beneiden würde gerade. Ja, ich glaube, um den Platz beneidest du mich ein bisschen. Ich habe mich ranschmuggeln können an den Spielerfrauentisch, Jens, und habe die faszinierende Jenny kennengelernt. Jenny, die Freundin von Sinan Tekerci. Ja. Ja, hallo. Hallo. Wie erlebt man als Spielerfrau so eine Saison? In dem Fall war es ja für Sinan nicht das allerglücklichste Jahr. Wie hast du ihn immer wieder aufgebaut? Wie hast du ihn auch vielleicht mal trösten müssen? Ja, für Dynamo lief es ja dieses Jahr sehr, sehr gut, für Sinan leider nicht so. Ich hatte schon ab und zu mal die Aufgabe, ihn ein bisschen aufzumuntern, aber Sinan ist auch einer, der sich selber motivieren kann, der auch immer wieder aufsteht und alles gibt und ja, der schafft das schon. Den Applaus, glaube ich, kriegt er von allen. Unser Sinan Tekerci. Jetzt führt ihr, du studierst in Berlin, ihr führt eine Fernbeziehung. Ist man da nicht eifersüchtig, weil diese attraktiven Dynamo-Spieler haben ja jede Menge weibliche Fans. Man kann sich auch auf den Facebook-Seiten da einen Wolf gucken. Also so eine Fernbeziehung ist das gar nicht, weil... Du studierst in Berlin, er ist hier. Ja, ein duales Studium ist das. Ich arbeite in Zwickau, ich komme auch aus Zwickau, war schon früher Dresden-Fan. Umso stolzer bin ich, dass Sinan hier spielt. Und wir sehen uns eigentlich ganz oft. Lässt sie nicht so aus den Augen. Das ist ganz prima. Eine Zwickauerin, die immer schon Dynamo-Fan war. Jens, besser geht's doch gar nicht, oder? Ja, großartig. Quirin, ich frag dich nochmal. Wir haben vorhin schon gehört, niemals geht man so ganz. Was wirst du am meisten vermissen hier in Dresden, von Dynamo? Natürlich die Atmosphäre im Stadion.
auf jeden Fall. Die war schon definitiv besonders. Ayas hat mir gerade schon ein Zeichen gegeben. Er drückt ein bisschen auf die Zeit, hat gesagt, war's das jetzt? Er hat noch andere Termine offenbar heute Abend. Jungs, schön, dass ihr hier oben wart. Danke euch. Vielen Dank. Und damit Andreas ja. Zu einem der größten Fans der SGD. Mit einem der allergrößten. Schön, dass er hier ist. Unser Lemi, Stefan Lehmann, der Capo. Der noch ein bisschen gezeichnet auch wirkt richtig vom Sonnabend in Magdeburg. Was war richtig scheiße? Was sagst du? Reden wir ganz offen, reden wir Klartext. Alles, also der ganze Magdeburg-Auftritt war eigentlich der letzte Scheiß dort. Angefangen von unseren Jungs, von den Bullen, was gerade die Berliner Einheit betrifft, die ein bisschen schwer über die Stränge geschlagen hat, aber auch unsere Jungs, keine Ahnung. Es war eine perverse Mischung, die hat dort überhaupt nicht gehört. Wir wollten das Spiel sehen, die Jungs haben dann irgendwann gesagt, also der Angel, der dort vermittelt hat, war dann ich, die Bullen haben überhaupt nie reagiert. Und ich habe dann den Jungs gesagt, es waren ungefähr 800 bis 1000, die vor dem Stadion standen. Ich sage, Jungs, der Zug ist heute abgefahren, ich gehe ohne ins Stadion, ich bleibe jetzt bei euch. Und dann bin ich halt draußen geblieben bei den Jungs und gut. Und hier in Dresden ist eine Katastrophe wirklich war. Also ich habe zwei Namen auf dem Tisch liegen, den werde ich den Cup abreißen, definitiv. Wie kriegt man diese Schlagzeilen weg? Wie kriegt man das weg von Dynamo? Das hat uns ja das schöne Aufstiegswochenende doch ganz schön eingetrübt. Für mich ist immer beschissen. Ne? Ich stehe immer zwischen den Stühle, habe die Feierlichkeiten eigentlich jetzt nicht so. Ich bin immer noch in der Feiermodus, weil ich andere Baustellen jetzt vor mir habe. Und die nächsten Wochen definitiv schwere Arbeit zu tun habe. Gerade was die ganzen Fanclubs und sowas anbetrifft und da einigen Leuten definitiv der Kopf runtergerissen werden muss. Ja, anders kann ich es nicht sagen, es geht mir richtig auf den Sack. Also, das müssen wir hinkriegen. Hey. Ja. Also es für mich, ich bin ja ins Stadion gekommen, ihr habt ja gesagt, Lemi, pass auf hier, sag nochmal was durch. Ich habe gesagt, Jungs, pass auf, ihr bleibt im Block. Ich gehe nochmal dorthin, sag's den Jungs nochmal, ich gehe scheißen, weil ich aufs Klo musste nach der scheiß Magdeburg-Fahrt. Komme raus, alle auf dem Feld, geht mir richtig auf den Sack und dann sehe ich, ich hab's ja an dem Tag noch gar nicht realisiert, dann sehe ich die Bilder, um was es überhaupt ging, warum es einige so richtig aufgeregt haben, das kann ich überhaupt nicht begreifen, wirklich wahr. Es kommt mir so vor, als wäre hier der Gästeblock voll gewesen, die hätten gerade eine Fahne verbrannt. Ich weiß, hier sind normale Leute gewesen, die haben 6 Stunden gewartet, bis die Mannschaft kommt und dann drehen hier welche völlig am Rad, die werden von, die wirklich, gibt es auf jeden Fall nochmal richtige Schellen, wirklich vor. Und hier fliegen welche raus, definitiv. Applaus, auch von hier. Jetzt reden wir über das schöne Leben. Jetzt reden wir über zum Beispiel das Hinspiel in Magdeburg. Diese Wahnsinns-Blockfahne. Die schönen Erinnerungen an die Saison überwiegen ja Gott sei Dank doch. Ja, wir haben ja, die Blockfahne ist ja jetzt nicht das Einzige, was jetzt in der Schublade. Wir haben noch ein paar Sachen in der Schublade, die wollen wir auf jeden Fall nochmal rausholen. Da sind noch ein paar heiße Eisen im Feuer. Das ist jetzt zwar ein Riesending gewesen, für uns eine Riesenaufgabe. Wir brauchten über 350 Personen überhaupt, das Teil zu stemmen. Es hat über 25.000 Euro gekostet, das ganze Ding. Wir werden es so irgendwann nochmal rausholen. Diese Saison nicht, diese Saison bin ich pappe satt. Aber wir haben auch noch 2, 3 andere Sachen, die wollen wir nochmal zeigen, die wollen wir nochmal bringen. Und das kommt auf jeden Fall, wenn jetzt Frankfurt absteigt, wäre das größte Bremen. Ohne kleiner runterkommt, Justin. No. Sorry, Justin. Da hat er, also, bin ganz ehrlich, da hat der Justin halt auch noch was davon, ne? Da sieht er dann, was los ist. Da grinst er. Ein kleiner Satz vielleicht noch zur Erwartungshaltung. Die Dynamo-Fans sind euphorisch. Jetzt gehen wir in die zweite Liga. Was sagst du dazu, zu der Erwartungshaltung? Sollten wir bei jedem zweiten Unentschieden schon wieder ein bisschen in Moll verfallen? Also, wir werden alle gut beraten. Ich werde das vor der Saison auch nochmal ein Saisonankündigungsvideo machen. Jeder, der muss sofort wieder auf Schalter umlegen, auf Abstiegskampf hier. Wenn hier die ersten 7 Spiele, und da stehen wir vielleicht dann doch auf Platz 3, trotzdem wieder dran denken, wir brauchen jetzt erst 40 Punkte, was anderes geht es ja gar nicht. Und ja, darauf sollte man Fokus legen. Klare Worte von Lemi. Ganz herzlichen Dank. Andreas, vielen, vielen Dank. So, und damit kommen wir zur erfolgreichsten Offensive der dritten Liga. Keiner hat in dieser Saison so häufig wie er geknipst. Mit seinen 20 Saisontoren ein absoluter Aufstiegsgarant. Und er ist der Torschütze des Monats im Monat März. Justin Eilers.
Sein dritter Aufstieg ist hoffentlich sein schönster. 18 Treffer hat er erzielt. Pascal Testroth. Und keiner bereitet so viele Tore in der dritten Liga vor. Ob Eckball, Freistoß oder Flanke, 19 Mal hat er in dieser Saison aufgelegt. Das ist neuer Rekord in der dritten Liga. Marvin Stefaniak. Marvin, setz dich. Paco, nicht alle konnten am Samstag das Spiel in Magdeburg von euren Fans im Stadion verfolgen, auch wenn alle da waren, alle 2000. Du hast dann nach dem Spiel ziemlich emotional gesagt, wir haben den Ausgleich auch für die geschafft, die nicht mit dabei sein konnten, die draußen vor dem Stadion waren. Das war dir relativ wichtig und das war auch relativ emotional. Ja, absolut. Ich muss sagen, wir sind am Anfang zum Warmmachen rausgekommen und haben uns extrem gewundert, dass unser Block so leer war, weil, ja, vielleicht sind wir verwöhnt, aber das sind wir einfach nicht gewohnt, dass es so leer ist. Und dann hat, glaube ich, in der Halbzeit oder bei der Spielunterbrechung Stefan Kutschke gesagt, dass ja, mehr als die Hälfte der Fans von unseren draußen gefesselt sind beziehungsweise nicht ins Stadion dürfen. Und das war schon hart für uns. Und ja, ich glaube, dann lief das Spiel ja auch nicht ganz so gut, aber so wie wir dann zurückgekommen sind, war es natürlich grandios und ja, mit dem 2-2, wir waren uns ziemlich sicher, dass die Information auch nach draußen kommt und konnten wir ein bisschen zurückgeben und den Menschen draußen zumindest ein bisschen Freude schenken. Gegen 16 Uhr stand dann der Aufstieg in Magdeburg endgültig fest und ein paar Minuten später konntet ihr dann auch zu den Fans, die nicht mit dabei sein konnten, jedenfalls im Stadion und in diese sehr emotionalen Bilder von Magdeburg gucken wir jetzt am besten auch einfach noch mal rein. Justin, Marvin, könnt ihr zu diesen Emotionen unmittelbar nach dem Schlusspfiff noch mal ein bisschen was sagen, die ihr jetzt auch gerade noch mal im Bild gesehen habt? Ja, also ich bin froh, dass die Mannschaft noch in Magdeburg wenigstens 2-2 rausgeholt hat. Aber auf der Tribüne war es auf jeden Fall ein anderes Gefühl, dort erstmal hochzufahren und das erstmal im Kopf so zu machen, dass man aufgestiegen ist. Und ich glaube, für die, die auf dem Platz gestanden haben, war es ein Stück weit anders. Und ja, aber dann da, wo ich bei der Mannschaft dabei war und da, wo wir uns in der Kabine mit allem möglichen Zeug beschmissen haben, bin ich auch langsam hochgefahren und da habe ich das auch wahrgenommen und es war einfach unglaublich, dieses Gefühl. Habt ihr die Kabine wirklich so in so schlechtem Zustand hinterlassen? Davon wissen wir, glaube ich, nichts. Also, kann ich mir vorstellen, okay. Klar. Justin, wie war es mit der Feierei? Wie viel hast du geschlafen in den letzten 72 Stunden? Ja, es war sehr, sehr anstrengend, es waren lange, lange Nächte. Ich denke, ist klar, wenn man nur Mineralwasser trinkt, oder? Ja, ich glaube, es blieb nicht beim Mineralwasser. Es war absolute Ekstase. Ich glaube, alle Schotten waren schon dicht, wo ich den Bus verlassen habe. Ich glaube, das können die Jungs hier bestätigen. Wo wir dann im Stadion angekommen sind, ich weiß gar nicht, wie das war. Was weißt du noch? Ja, ich habe es dann im Video gesehen, später.
oder Bild Live hat berichtet, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie es dann geplant war im Stadion. Auf jeden Fall waren dann die ganzen Fans auf dem Platz. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Bühne irgendwann eingekracht ist und alle drumherum einfach völlige Ekstase und es war unfassbar. Kannst du dich noch erinnern, dass die Fans dich sogar mal fallen lassen haben oder ist das aus dem Erinnerungsvermögen dann gestrichen? Nee, das habe ich schon gemerkt und auch hier gesehen. Und ja, derjenige, der da mein Käppi auch entrissen hat, schöne Grüße an der Stelle. Aber Einsatz am Samstag ist jetzt nicht gefährdet? Nein, definitiv nicht. Paco, weil wir gerade auch nochmal mit Lemi jetzt über die Choreografie, über diese sensationelle Blockfahne geredet haben, vom Hinspiel gegen Magdeburg. Also das war einer der beeindruckendsten Momente in dieser Drittligasaison. Da hatten wir alle eine dicke, fette Bräulerkutte an, oder? Also Bräulerkutte für dich, dicke Gänsehaut. Aber du bist ja mittlerweile im sächsischen Firm, oder? Nu? Sehr schön, sehr schön. Nein, absolut. Ich glaube, ich habe es auch schon öfters gesagt, niemand von uns ist gerne auf der Bank. Aber das war, glaube ich, das erste Spiel in meinem Leben, wo ich dem Trainer nicht böse war, dass ich draußen saß, weil so war es die einzige Möglichkeit, die ganze Choreo zu sehen. Und ja, die Begeisterung aller Menschen und auch der Spieler. Also ich glaube, ich kann mich an Hefes Augen erinnern, als er auf den Platz gekommen ist vor dem Spiel, dass er Tränen in den Augen hatte. Das ist ja schon was Besonderes und ich glaube, sowas wird es in Deutschland nicht nochmal geben. Das denke ich auch. Also das war wirklich einzigartig, diese Choreografie an diesem 31. Oktober. Das Ganze wurde ja dann noch gekrönt mit dem 3:2-Sieg gegen Magdeburg. Und da hatten die Herren hier vorne großen Anteil dran. Apropos Anteil dran, bedeutet ja dieser Assist-Rekord in der dritten Liga was, Marvin? Oder sagst du, ja, nehme ich so mit? Ja, klar bedeutet das viel für mich. Und ich glaube, so wie bei Eile endlich seinen Rekord von letzter Saison geknackt hat mit 20 Toren jetzt, bedeutet der Assist-Rekord für mich was. Und ich bin froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte und dass wir jetzt hier sitzen können und zusammen feiern können. War dir eigentlich bewusst im Herbst, als du gesagt hast, okay, ich verlängere hier mal einen Vertrag, dass du damit vielleicht auch so ein Zeichen gesetzt hast, so eine Intention, dass hier in Dresden was wachsen könnte? War das dir bewusst, dass du, als du im Herbst deinen Vertrag verlängert hast, dass du damit auch so ein Zeichen hier gesetzt hast in dieser Saison? Ja, ich glaube mit Hati, wir sind diejenigen, die hier zu Dynamo gestanden haben und nach dem Abstieg und wir hier bleiben wollten und alles wieder daran setzen wollten, um hier wieder hochzukommen. Und ich bin... Ja, ich bin froh darüber, dass ich auch anderen Nachwuchskickern hier bei Dynamo Dresden zeigen kann, dass man es auch hier schaffen kann. Und ich ihnen zeigen wollte, dass man auch hier sehr guten Fußball spielen kann. Und mehr wollte ich damit gar nicht bezwecken und halt auch für mich natürlich auch karrieremäßig. Auf den Nachwuchs der SGD, auf den kann man in dieser Saison auch stolz sein, ist ausgezeichnet worden mit 3 Sternen, mehr geht nicht. Und hier wächst auch in Sachen Nachwuchs in Dresden wieder was heran. Justin, Paco. Ihr beiden habt euch ein Wettballern geliefert. Justin 20, Paco 18 Treffer. Ihr müsst doch stolz sein wie Bolle. Ihr habt den früheren Rekord der Braunschweiger, Grubke und Kumbela verbessert. Dazu noch jeweils 1 Tor des Monats. Ja Mensch, geht doch gar nicht. Doch, schauen wir schon. Also klar, ich kann für mich sprechen, aber ich glaube auch für Eile, dass wir unheimlich stolz darauf sind, weil... Es waren unheimlich wichtige Tore, es waren sehr, sehr viele, 38 haben wir jetzt, glaube ich, und damit den Rekord, das ist ja schon eine Auszeichnung und man sieht, wie lange der Rekord von Krupp und Kumbela bestanden hat und wir beide wollen ihn jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen noch ein bisschen ausbauen, damit er noch für ganz, ganz lange Zeit halten wird und ja, die Tore waren unheimlich wichtig für den Aufstieg und die Krönung ist natürlich, dass beide mit so einem Tor geehrt wurden, weil ich glaube, das erreicht man nicht oft im Leben und das war ein schöner Nebenaspekt noch. Justin, was war denn das schönste Tor für dich in dieser Saison? Das Tor im Hinspiel gegen Magdeburg, der Wahnsinnstreffer gegen Fortuna Köln, als du deine Ladehemmung dann abgelegt hast, oder das Hackentor gegen Hansa Rostock, das Tor des Monats im Monat März? Ja, für mich zählt es nicht immer unbedingt, ob es das Schönste, sondern eher, ob es das Wichtigste war. Und das war diese Saison für mich persönlich, das Tor gegen Osnabrück im Hinspiel, ja. Zum 2:1, wirklich in der Schlusssekunde, weil das war eine wichtige Phase, wo wir wirklich unsere Serie gestartet haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es am Ende waren,
einige, die wir in Folge gewonnen haben. Und von daher war es ein Meilenstein meines Erachtens. Definitiv. Und ja, also ganz, ganz wichtig sind eure Tore. Aber diese Tore und diese ganzen Siege würde es nicht geben, wenn es die Menschen im Hintergrund nicht geben würde. Euren Staff, eure Physios, eure Ärzte. Ich glaube, die sind ganz wichtig. Die sind die Wegbereiter für das Ganze. Die sind das Team hinter dem Team. Ja, absolut. Sie nehmen uns so viel Arbeit ab, wo wir uns einfach nur auf den Fußball konzentrieren können. Und ja, sie machen Aufgaben, die wir selber gar nicht erledigen könnten, aber ohne die es auch nicht gehen würde. Und wenn ich gerade an unsere Physiotherapeuten denke, die teilweise morgens um 7, 7:30 schon da sind und sich um uns kümmern, oder an Mikey, der immer schon im Stadion ist und alles fertig macht, das ist schon beeindruckend. Und dafür sind wir dankbar, dass wir sie haben. Ein großer Applaus mal für das Team hinter dem Team. Und wir auf Zuruf, Andreas, du bist dort. Und Fokusrücken, all die, die sonst weniger im Rampenlicht stehen, aber das wurde gerade gesagt, ohne die der Aufstieg nicht möglich wäre. Und das sind alle gemeint, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle genauso wie Hebi, der Zeugwart, wie die Kollegen, Physios, der Greenkeeper und natürlich auch der Doc. Ich begrüße ihn herzlich, Herr Dr. Lorenz. Wollen Sie aufstehen oder soll ich runterkommen? Ich komme runter. Es geht noch. Operation Aufstieg geglückt, auch aus medizinischer Sicht, kann man sagen. Ne? Ja, wir hatten dieses Jahr Glück, was die Verletzungen betrifft, ein bisschen Pech, was die Erkrankung betrifft, wenn ich an Nils denke. Aber Uwe hat mich dann schon zum Hiob ernannt, als ich ihm dann diese Diagnose nannte. Aber letztendlich haben wir die Verantwortung für die Jungs, dass keine größeren Schäden davongetragen werden. Und ja, ich bin froh, dass Nils jetzt langsam wieder was machen kann. Jetzt sind Sie Dynamo-Mannschaftsarzt, aber auch bei diesen wahnsinnig attraktiven DSC-Volleyball-Mädels attraktiv. Mal Hand aufs Herz, wo doktern Sie lieber rum? Rumdoktern überhaupt nicht. Ja, es hat alles beides seine Vorteile. Bei den Mädels muss ich natürlich immer eine Kiste Bier mitnehmen, wo ich mich draufstelle, wenn die mich umarmen, aber die Umarmungen sind genauso herzlich wie bei den Jungs. Vielen Dank, Dr. Tino Lorenz, langjähriger Mannschaftsarzt. Und das Betreuerteam, die Physios, wurden angesprochen. Arndt Bröhl, Martin Bär und Tobi Lange, der Chef, zu dem sind wir hier mal schnell noch rangekrochen. Die Geschichte vom Tex, er hat sie erzählt, erzähl sie uns aus deiner Sicht. Er hat dich ja wirklich explizit gelobt. Ihr habt einen super Job gemacht, auch wieder dieses Jahr, alle drei. Ja, also das muss man definitiv hervorheben, dass wir drei sind, mit Arndt und Bärchen als Team, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Doc. Funktioniert das immer ganz gut. Ja, und dazu kommt natürlich mit Tex die Geschichte, was er jetzt so meinte, das ist ja nicht böse gemeint oder so, ne? Nur ja, der Ehrgeiz, den er mitbringt, der ist halt super, der ist auch wichtig, sonst wäre er kein Profifußballer. Aber jetzt ist halt gerade noch so die Phase, wo wir ihn bremsen müssen, dass er da eben nicht zu viel auf einmal will. Und ja, ich denke, das hat er da eher gemeint in der Zusammenarbeit mit mir. Die heilenden Hände. Riesenapplaus für diese Jungs und für alle, die für Dynamo Dresden arbeiten, die sich bei Dynamo engagieren. Zurück zu dir, Jens. Danke, Andreas. Und ja, Justin, ich höre immer auch, du bist einer der großen Pünktlichkeitsfanatiker in der Kabine. Ja, ich glaube, der Richtige sitzt schon genau neben mir hier, der immer fleißig auf die Uhr schaut, ob es wirklich pünktlich wird. Ja, Paco, du bist es. ich bin wirklich immer knipp auf knaps, wirklich im Kabinentrakt. Bin, denke ich, trotzdem 99,9% pünktlich davon. Du guckst jetzt komisch, wieso? Hast du öfter aufgeschrieben, als ich wusste? Nee. Es gibt keine Zeitverschiebung dann übrigens in Bremen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ja, das glaube ich auch. Paco, mal ein Wort zum Trainer. Der hat Ruhe und Erfahrung reingebracht in euer Team. Welchen Anteil hat denn Uwe Neuhaus am Aufstieg der SG? Über den haben wir noch gar nicht so ausführlich heute geredet. Ja, ein Riesenanteil. Erstmal ist er absolut erfahren. Das hat er uns in jeder Situation gezeigt. Aber er hat halt auch fast, oder man kann schon sagen, immer in der Saison die richtigen Worte gefunden, wo er uns mal
Freiraum gelassen hat, wo wir halt auch wirklich mal ja, locker angehen lassen konnten, aber dann auch im richtigen Moment wieder gesagt, so Jungs, jetzt wieder die Zügel anziehen. Und ja, er ist einfach Gold wert für uns und ich glaube, wir haben alle gerne mit ihm oder arbeiten gerne mit ihm zusammen und ja, wir sind nicht umsonst so souverän aufgestiegen. Richtig, das steht definitiv fest. Für dich ist ja die Fußballsaison noch nicht mit dem 14. Mai zu Ende. Geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Also die private Saison, oder? 28. Mai? Ja, da steht unsere große Hochzeit an im Sommer. Diesmal hoffentlich auch im ersten Versuch, dass definitiv alles klappt und wäre sonst schlecht. Und ja, darauf freuen wir uns. Und ich glaube, es ist der krönende Abschluss einer grandiosen Saison. Viel Glück für dich und Michel, weil ich hier gerade die ganzen Tattoos sehe. Wann kommt das Dynamo-Tattoo, das Aufstiegstattoo? Also bis zum Spiel gegen die Schachter wird es drauf sein. Okay. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, also bis zum 30. April wird das Aufstiegstattoo von Paco Testero drauf sein. Darauf freuen wir uns. Da gibt es noch eine Mission in dieser Saison, oder, Justin? Ja, Fabi hat es vorhin erwähnt, nach der Pokalpleite, die ziemlich deftig war, haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Wir wollen natürlich, ja, Aue ist natürlich Mitkonkurrent, auch wenn wir den Aufstieg geschafft haben, dennoch... Sie könnten uns theoretisch überholen. Praktisch, das muss ja jetzt nicht sein. Praktisch werden wir da alles gegensetzen, zu Hause gegen Aue, um das nicht kommen zu lassen. Und von daher ja, werden wir nochmal alles reinlegen, um da zu bestehen. Justin, und jetzt wissen wir seit gestern, auch für dich geht die Mission Dresden zu Ende. Was bedeutet für dich der Abschied? Der Abschied von Dresden, der Abschied von der SGD und auch von den Fans, die dich in 2 Jahren geliebt haben, die nach deinem Namen immer das Wort Fußballgott gerufen haben. Du hast ja viele Tore geschossen, 43 Pflichtspieltore und jetzt heißt es tschö. Ja, ich sitze hier mit gemischten Gefühlen. Erstens, ist die Leistung, ist die Entscheidung in dem Sinne leicht gefallen für diesen großen Traum, für diese Chance Bundesliga. Andererseits diese emotionale schwierige Entscheidung, diesen Verein zu verlassen, sitzt tief. Ich denke, ich hatte jetzt 2 wundervolle Jahre. Der Verein hat mir vieles gegeben. Ich hoffe, dass ich dem Verein ein Stück weit zurückgeben konnte. Wenn ich ehrlich bin, auch ein Stück weit traurig und enttäuscht über ja, auch diese Stimmung, die hier im Saal war, wo ich auf die Bühne gebeten wurde. Ich denke, ich habe mir 2 Jahre lang den Arsch hier komplett aufgerissen für den Verein. Und durch die Entscheidung, dass ich halt ja, diese Chance, diesen Traum wahrnehmen will, in der Bundesliga zu spielen, so begrüßt wird, klar. Ich kann den Unmut vieler verstehen, hoffe natürlich auch, dass einige, wenn dieser Unmut verschwindet, auch den Gedanken dahinter sehen. Ich bin jetzt im Alter von 27 Jahren, wo ich wirklich ja, die letzten Jahre vielleicht an meiner Karriere nochmal im Oberhaus spielen kann. Und ja, diesen Traum will ich unbedingt nacheifern. Und es ist absolut keine Entscheidung gegen Dynamo, sondern eher ein Schritt ja, für meine persönliche Zukunft. Und ja. Ich denke, das verdient Applaus. Und ganz ehrlich, Justin, dass dir das nicht einfach gefallen ist, das merkt man auch an deiner ja, gefühlsmäßigen Regung. Jetzt also der Sprung in die Bundesliga, den du jetzt nochmal wagen willst, Werder Bremen ist es. Die liegen übrigens aktuell gerade gegen den FC Bayern im Pokal zurück, 0-1. Also mit Europacup nächste Saison wird es schwierig werden. Warum hast du dich für Bremen entschieden? Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Bremen ist ein absoluter Traditionsverein. Sowas ist mir speziell wichtig, nachdem ich die Erfahrung hier mit Dynamo Dresden gemacht habe. Es ist ein Verein, der in Nähe meiner Heimat liegt. Ein Verein, wo ja, ich das Gefühl hatte, dass sie mich auch wirklich verpflichten wollen, mich umworben haben. Und das sind auch so Gefühle, die einfach wichtig sind und ja auch eine Rolle damit reinspielen, so einen Wechsel dann anzugehen.
Okay, wir wissen, Justin, du wirst hier immer einen Koffer vielleicht in Dresden behalten und ich sag mal, Spuren im Sand verwehen, Spuren im Herzen bleiben und du hast ganz tiefe Spuren hinterlassen in den letzten 2 Jahren. Kein Drittligaspieler von der SGD hat so viele Tore wie du erzielt und dafür gilt dir wirklich auch ein großer, großer Dank und danke dafür. Danke, Jungs. Ich freue mich auf das Tattoo. Marvin, ein paar schöne Vorlagen wären auch toll, noch in den letzten verbleibenden 4 Spielen. Vielen Dank, dass ihr hier oben wart. Alles Gute. Und ich glaube, Andreas ist ja bei einer ganz, ganz wichtigen Frau. Bei einer ganz wichtigen Frau, der Trainerfrau, bei Britta Neuhaus. Sie haben es gesehen live, dass sie weder davon weiß, dass wir kommen. So richtig gut findet sie es vielleicht auch nicht. Überhaupt nicht, nee. Überhaupt nicht. Frau Neuhaus, alle bescheinigen, wirklich alle, ihrem Mann nicht nur ein exzellentes Fachwissen, sondern auch den richtigen Mix aus Autorität und Lockerheit. Ist er privat genauso? Ja, auf jeden Fall. Und ich liebe natürlich die Lockerheit. Autoritär braucht er zu Hause nicht sein. Wie locker hat er denn diese Frauenspielerpartys bei Auswärtsspielen genommen? Die hat er gar nicht mitgekriegt letztendlich. Wenn er nach Hause kam, war schon wieder alles ordentlich, sauber, sah aus, als ob keiner da war. Er musste gar nicht wischen und alles hinterher räumen. Nee, das braucht er überhaupt nicht. Wurde da Prosecco bestellt oder Bier mit Chips? Nee, wir hatten mehr so den Hugo und auch alkoholfreien Hugo für unsere schwangere Dame natürlich besonders. Und Sekt hatten wir und Wasser und Wein. Eine einzigartige Geschichte, dass sich die Spielerfrauen auch so zusammenraufen und dann in des Trainers Hütte Bambule machen. Wie laut wurde das? Haben sich die Nachbarn beschwert? Naja, wir wohnen ja im Häuschen und die nächsten Nachbarn sind ein bisschen entfernt, aber wir waren schon richtig laut und ich hoffe, dass wir beim letzten Auswärtsspiel auch nochmal richtig laut werden. Vielen Dank, Britta Neuhaus. Ja, was für eine Überleitung zu dir, lieber Jens. Das denke ich auch. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmals nachfragen und zwar beim Erfolgscoach der SGD. Mit westfälischer Ruhe, 23 Jahren Trainererfahrung, Ehrgeiz, Akribie und dem Vertrauen für seine Spieler hat er Dynamo wieder zu einem stolzen Zweitligisten gemacht. Danke, Uwe Neuhaus! Trainer, nehmen wir Platz, oder? Ich würde mal sagen, da wäre ich gerne bei Ihnen Mäuschen gewesen im Haus. Wären Sie da auch gerne mal dabei gewesen bei so einem Frauenabend? Ja, noch keiner meine Kamera entdeckt. Ich weiß alles. Welchen Anteil, weil wir gerade Ihre Frau gesehen haben, hat denn die am Aufstieg? Wie hat sie Ihnen den Rücken freigehalten in den vergangenen Monaten? Ja, in allem, bei allem. Ich muss im Prinzip zu Hause nichts machen. Gar nichts? Ja, ich mache natürlich was, aber ich muss nicht. Sie wird mir alles abnehmen, sie wird mir total den Rücken frei halten, weil sie auch weiß, dass man natürlich schon mit seinen Gedanken häufig bei vielen Dingen ist, was man mir nicht ansieht, aber ist ein Fulltime-Job und da denkt man rund um die Uhr an Fußball und hat man wenig Zeit für andere Dinge und die Dinge oder die Zeit, die ich noch habe, die nutze ich dann natürlich für meine Frau mit unseren beiden Hunden und ja, so oft es geht, gemeinsam. Lassen Sie uns mal teilhaben. Seit Samstag steht die SGD fest. Sind Sie zum Louis van Gaal, also zum Firebeast geworden? Na, ich glaube nicht ganz. Nein, wir haben eine lustige Fahrt gehabt, haben viel Spaß gehabt. Den letzten Teil, den musste ich mir dann knicken, weil ich wirklich schrankbettfertig war. Ich wollte einfach nur nach Hause. Ich war, glaube ich, um Punkt 12 Uhr zu Hause und eine Minute danach war ich sofort schon am Schlafen. Also dann einfach bettfertig gewesen. War ja auch ein anstrengender Tag. Jetzt sind Sie mit Union Berlin aufgestiegen, mit Rot-Weiß Essen aufgestiegen, mit Borussia Dortmund Meister geworden. Wie ordnen Sie jetzt diesen Aufstieg mit Dynamo Dresden, diesen Erfolg in dieser Saison ein? Na, ich habe schon ein paar Mal gesagt, der aktuelle Aufstieg ist eigentlich immer der schönste, der emotionalste. Auch wenn die Dramaturgie dieses Aufstiegs naja, fast ein bisschen langweilig war. Wir haben es in der Hinserie schon geschafft, so viel Abstand zwischen uns und den anderen Mannschaften zu legen, dass es irgendwo seit langem eine Frage der Zeit war. Und deswegen ist es was anderes, als wenn er am letzten Spieltag in der 90. Minute das entscheidende Tor machst, da liegen alle übereinander. Da freut sich jeder und rastet aus.
das war abzusehen und deswegen war es vielleicht ein bisschen komisch. Ja, langweilig, so werden die Bayern Jahr für Jahr Meister in den letzten 3-4 Jahren und da mosert sicherlich dann im Endeffekt auch keiner. Sind Sie aber auch irgendwie glücklich, es vielleicht dem einen oder anderen Kritiker gezeigt zu haben, der sagt, naja, der Neuhaus, packt er das nochmal? Ich glaube, die gab es gar nicht. Also ich bin so überragend empfangen worden. Und, ich meinte gar nicht mal hier in Dresden. In Dresden nicht, aber so außerhalb. Na, ich habe ja grundsätzlich gar keine Kritiker. Klar. Nein, es wurde ja schon jetzt auch ein paar Mal angesprochen. Ich habe ja jetzt auch ein gewisses Alter erreicht und ich glaube, ich muss niemandem mehr was beweisen. Höchstens mir selbst und dass man auch ja vielleicht auch in der Phasen seines Lebens dann auch nochmal neu verändern kann. Ich habe vor einigen Tagen mit Ralf Menger auch drüber gesprochen. Das Jahr Pause nach Union, das hat mir gut getan, das habe ich unbedingt benötigt auch wenn ich es dann während der Unionzeit gar nicht so gemerkt habe. Man reflektiert dann so ein bisschen und versucht dann so den Weg vielleicht wieder nicht 180 Grad umgedreht zu gehen, sondern rechts und links ein paar Meter seinen eigenen Weg zu korrigieren und das ist schon ganz sinnvoll und das habe ich genutzt und deswegen muss ich mir eigentlich nichts mehr beweisen, das auch nicht anderen Leuten. Haben Sie eigentlich einen Laptop? Ja. Weil ja die Generation der Laptop-Trainer aktuell ganz in Mode ist. Ja, ich habe auch einen Plan. Das haben Sie definitiv. Apropos Plan, wie schwer war es denn mit dem selbst auferlegten Druck, aufsteigen zu wollen, umzugehen? Am Anfang der Saison haben Sie gesagt, okay, wir haben dieses Ziel und wir wollen das auch unbedingt erreichen. Da war schon ein gewisser Druck da. Naja, das überlegt man sich ja, bevor man das Ziel ausgibt. Ja. Nein, ich war von der Mannschaft überzeugt. Der ganze Ablauf dieser Saison von der Vertragsunterschrift mit der notwendigen Zeit, die Mannschaft auch zu beobachten, zu sehen, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen, wo man noch was verbessern muss, welche Spieler man auf welchen Positionen holen muss. Das war ein wichtiger Baustein im gesamten Jahr. Und dann glaube ich, dass uns eine tolle Vorbereitung sehr schnell zusammengeschweißt hat. Und da war schon zu spüren, dass wir eine richtig gute Gemeinschaft sind, dass wir ein tolles Team haben. Und dann brauchst du natürlich auch den Erfolg, den wir in den ersten Spielen hatten. Und dann war es fast ein Selbstläufer. Und dann war es einfach nur noch rechts und links wieder den einen reinholen, den anderen wieder zurück auf den Weg bringen. Das lief fast von alleine. Und das war ja insgesamt, ich habe heute ein Interview gegeben, da wurde ich gefragt, wer für mich der wertvollste Spieler dieser Mannschaft war in dieser Saison. Habe ich gesagt, der mit dem Namen Teamgeist. Klar, der Teamgeist. Und das muss man wirklich unterstreichen. Wir haben ja schon einige Spieler hier oben gehabt, die eine wahnsinnige Bedeutung für dieses Team haben. Trotzdem würde ich keinen von denen als Einzelnen herausstellen. Ganz im Gegenteil, jeder Einzelne, der hier sitzt, auch wenn es dem einen oder anderen schwerfallen wird, jeder hat seinen Anteil an diesem Erfolg. Und wenn es nur darum geht, das Trainingsniveau in dem gesamten Jahr auf einem konstant hohen Niveau zu halten, natürlich mit Ausreißern, dass man mal eine Phase hat, wo man ein, zwei schlechte Wochen hat, ist völlig normal. Auch die nicht gespielt haben, haben genauso einen großen Anteil daran, dass diese Mannschaft insgesamt zum Erfolg gekommen ist. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht immer einfach, dem einen oder anderen, der gut trainiert hat, die ganze Woche dann zu sagen, reicht nicht, bis dieses Wochenende dann trotzdem nicht mit dabei. Und er will trotzdem mitziehen. Das ist im Erfolg sicherlich manchmal einfacher, dass da alle mitziehen, aber einfach ist es ja trotzdem nicht. Nein, ich habe ja vorhin auch einige Sachen gehört, die habe ich hier zum ersten Mal erfahren. Ich glaube, Fabi Müller war es. Naja, nach Osnabrück gab es so ein kleines Loch. Jeden habe ich nicht gefragt, aber einige Spieler habe ich gefragt, aber keiner hat mir gesagt, dass es so weit gekommen ist. Ist auch normal. Das ist menschlich, dass man, wenn man so einen großen Vorsprung hat, irgendwo ein kleines Stückchen nachlässt, anstatt 100% nur 98 oder 95 bringen. Es ist normal und das ist auch schwer gegen anzugehen. Und deswegen sage ich, die Saison war vielleicht schwieriger, als wenn wir auf Schlagdistanz gewesen wären und jeder hätte uns mit einem
mit einem Spiel einkriegen können. Also deswegen nochmal Hut ab vor dieser grandiosen Leistung. Aber Sie haben die 7 Jahre Union schon erwähnt. Nach 7 Jahren Union, dem Sabbatjahr, sind Sie jetzt in Dresden richtig angekommen. Vermissen Sie hier irgendwas bei uns in Dresden? Sagen Sie nichts Falsches. Ja, ich überlege gerade, ob das falsch ist. Ich habe gerade auch zum Peter gesagt, jetzt eine schöne Currywurst, das wäre geil. Wir machen Ihnen nachher noch eine Currywurst. Und wenn ich Sie eine holen muss, also eine richtige Currywurst sollten Sie bekommen. Aber Sie können es sich in Dresden sogar leisten, mal einen Tag beim Training zu fehlen und keiner kriegt es mit. Selbst nicht mal die Presse, wie wir haben. Woher wissen Sie denn das? Ja. Können Sie ganz kurz die Geschichte erzählen, Herr Neuhaus? Sie haben in der Rückrunde einen Tag gefehlt, oder? Ja, ich war einen Tag krank, muss ich zugeben. Tut mir wirklich leid. Nein, ich habe im Bett gelegen mit Fieber und kam aus allen Öffnungen des menschlichen Körpers kam es heraus. Ach so, ganz in die Einzelheiten müssen wir nicht. Ja, Sie können aber ruhig hierbleiben. Nein, das war ja einer der wenigen Tage. Ich habe, glaube ich, einen in den 7 Jahren bei Union gehabt und jetzt noch einen und dann habe ich jetzt wieder 6 Jahre Ruhe. Definitiv, das ist auch gut so und vielleicht kriegt es ja beim nächsten Tag dann auch niemand mehr mit. Ich glaube, Trainer, in der zweiten Bundesliga muss man das Anspruchsdenken, das hat man vorhin, hat Andreas Fritsch auch schon mit dem Capo besprochen, wieder ein bisschen gerade rücken. Hier hat ja der ein oder andere schon gemosert, als es mal 3 Unentschieden in Folge gibt. Die mosern sicherlich auch, dass die Sonne nur tagsüber scheint. In der nächsten Saison wird es sicherlich nicht so viele Siege geben, oder? Nein, ich habe gerade aber vorhin mit Verwunderung Clemis Worte gehört. Also ich weiß gar nicht, wenn er noch hier ist, jetzt glaube ich schon geflüchtet. Nein, 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 weil er meine Antwort gefürchtet hat. Ah, Lemi, hi. Was heißt hier gegen den Abstieg? Wer gibt denn hier die Ziele in diesem Verein aus? Also da werden wir uns nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Was können wir denn in der zweiten Bundesliga erwarten von Ihrer Mannschaft? Jede Menge Begeisterung, haben Sie neulich gesagt. Ich weiß ja noch gar nicht, wer meine Mannschaft ist, welche neuen Spieler dazukommen. Wir müssen uns ja natürlich auch nach neuen Spielern umsehen. Das machen wir seit Wochen, seit Monaten. Wer letztendlich im Kader steht, kann ich ja jetzt auch noch nicht sagen, selbst wenn ich es wollte. Ja. Also wir haben ja auch noch Zeit, wir sind jetzt nicht nervös und ich glaube, dass wir ganz gut gerüstet sind, auch wenn uns die Abgänge ja schon sehr, sehr schmerzen, da muss ich leider sagen, ist schon ein bitterer Verlust. Aber wir versuchen es auszugleichen, vielleicht die Qualität nochmal, jetzt nicht persönlich nehmen, nochmal insgesamt in der Mannschaft ein bisschen zu erhöhen. Das ist ja logisch und was dann passiert, keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, welches Saisonziel ich ausgeben werde oder wir gemeinsam, ist ja nicht nur ich. Das Einzige, was ich gesagt habe, dass wir unseren Spielstil eigentlich nicht verändern wollen, das ist nicht geplant. Wir wollen jetzt nicht, weil wir eine Liga höher spielen, 10 Mann hinten am eigenen 16er postieren und uns einigeln. Das würde auch keiner verstehen. Wir wollen genauso wie in diesem Jahr guten Fußball spielen, die Zuschauer begeistern, wollen sie mitnehmen, dass so eine Symbiose entsteht, dass wir, wenn wir mal eine schwache Phase haben, dass die Zuschauer uns unterstützen und wieder nach vorne peitschen. Und wenn es umgedreht ist, dann sind wir natürlich auch gerne behilfreich. Und das wollen wir erreichen. Was unterm Strich mal rauskommt, kann ja noch keiner sagen. Haben Sie Ralf Minge schon eine Wunschliste gegeben? Naja, wir haben eine große gemeinsame Liste, auf der so viele Namen sind. Ja, viele. Viele gute. Manchmal auch nicht, aber die kommen dann von Ralf. Ja, aber apropos Ralf, Ralf haben wir ja gleich noch hier vorne. Können Sie ganz kurz die Zusammenarbeit mit ihm beschreiben und vielleicht auch welchen Anteil er an diesem Aufstieg der Sportgemeinschaft Dynamo trägt? Ja, kann ich sogar sehr gerne. Wenn man irgendwo zum neuen Verein kommt, ja, überlegt man, mit wem arbeitet man zusammen. Und ich glaube, dass es bei uns ja so ist, dass wir sehr viel miteinander reden, gerade über das, was natürlich wichtig ist, Entwicklung einer Mannschaft. Alles, was Verträge angeht, halte ich mich völlig raus. Das ist seine Angelegenheit. Und da gehört schon Vertrauen dazu. Und bei einem war ich mir 100%ig sicher. Der Ralf ist ein Dynamo, wie es mehr nicht geht.
Er lebt diesen Verein, er liebt diesen Verein und er wird alles dafür tun, dass es diesem Verein gut geht. Und mit diesem Wissen fiel es mir eigentlich relativ leicht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich glaube auch schon, kann ich zumindest jetzt von meiner Seite ruhigen Gewissens sagen, dass es schon ein Vertrauensverhältnis gibt, was sich natürlich auch so langsam aufbauen muss. Das hat man ja nicht, wenn man im Juni anfängt, im August, dass man sagt, jetzt sind wir wie Pech und Schwefel. Also das muss sich entwickeln. Zumindest bei mir ist es so, ich brauche vielleicht ein bisschen länger als Westfale. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Vielleicht noch ein Wort zu Ihrem engeren beruflichen Umfeld. Die haben ja auch einen großen Anteil. Wen möchten Sie da vielleicht noch herausheben? Ja, alle, die dazu beigetragen haben. Ich hätte es garantiert gesagt, das ganze Funktionsteam, was ja vorhin auch schon erwähnt wurde. Ich glaube, die einzigen, die jetzt so ein bisschen weggelassen wurden, waren die Trainer. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainerstab, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die ich gerne sehe, wenn ich morgens ankomme, wo jeder auch gute Laune hat, jeder eine gute Fachkompetenz, was ja natürlich für die Arbeit sehr wichtig ist und jeder seiniges dazu tut, um diesen Verein, diese Mannschaft nach vorne zu bringen. Also wir sind schon immer im intensiven Austausch und es macht einfach Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Trainer, wir organisieren jetzt für Sie die Currywurst. Davon können Sie ganz, ganz fest ausgehen. Die sollen Sie bekommen. Also dafür werde ich den Abend noch sorgen. Und weil Sie es gesagt haben, das Trainerteam ist ganz, ganz wichtig. Aber von Curry 31. Mehringdamm. Dann muss einer noch nach Berlin. Da muss noch einer nach Berlin fahren. Das werde ich dann morgen machen. Damit weiter. Andreas Fritsch ist beim eben erwähnten Trainerteam. Aber erstmal nochmal ein großer Applaus für den Aufstiegstrainer, für Uwe Neuhaus. Danke. Ja. Unser Aufstiegstrainer hat ein super Trainerteam an seiner Seite, Peter Nemeth als Co-Trainer. Und für uns von außen drauf guckende, wirkt ihr beide auf euren Stühlen immer ein Stück weg von der Bank so harmonisch, dass man manchmal denkt, also wenn es die Britta Neuhaus nicht gäbe, wäre es der Peter Nemeth, oder? Ja, Gott sei Dank gibt Britta noch, ja. Mal Hand aufs Herz, gab es irgendeine... Dieses... Wie haben Sie den Trainer erlebt, Peter, in Situationen, wo es mal, waren ja Gott sei Dank nicht viele, eher so ein bisschen mittelgut nur lief in der Saison? Das kann ich mich nicht erinnern, dass es nicht gut gelaufen ist. Diese Saison ist sehr, alles sehr, sehr gut gelaufen. Und da haben sich zwei gefunden, die wirklich gleich gut ticken. Du kannst von ihm lernen, er auch von dir? Ja. Oh, ich weiß nicht, ich kann von Uwe viel lernen. Ob der von mir etwas lernen kann, da musst du ihn fragen. Wer ist das größere Feierbiest am Sonntagmorgen gewesen? Zu Hause im Bett. Ich war das Schnellere. Im Bett schneller? Peter durfte länger feiern, Uwe. Ja. Schnell fertig. Ja, fix und fertig. Vielen Dank, Peter. Ihr seid wirklich ein Riesentrainer gespannt, aber es geht ja weiter. Wir haben Matthias Lust hier, zweiter Co-Trainer, A-Jugendtrainer. Er hat auch dieses Aufstiegsgrinsen noch im Gesicht, aber er kann auch lachen aus einem ganz anderen Grund. Stimmt's, Matthias? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir nachziehen können mit unserer 19. Wir sind momentan Tabellenführer und wollen eigentlich auch in die Bundesliga aufsteigen. Da drücken wir hier alle Daumen. Der Applaus beweist das. Und er ist auch schon genannt worden von Hansi Kreische, Christian Walter, unser Chef-Scout, der aber eigentlich Coach Walter heißt. Wie kommt es zu diesem Stichwort, zu diesem Spitznamen? Also, das hat eine längere Geschichte. Es fing schon in der Zweitligasaison an. Natürlich spielt man dann auch mal mit den Spielern, wird man mal eingeladen zu einer Runde FIFA. Und anscheinend waren meine FIFA-Skills da so gut, dass sie mich dann quasi zu ihrem Trainer des FIFA-Spielens ernannt haben. Und das hat man jetzt wieder in der jetzigen Mannschaft gesehen, dass der Eile zum Beispiel oft gerne von mir lernt. Und so ist Coach Weh daneben entstanden. Das Scouting ist ganz wichtig für den Verein. Du bist der Chef. Wie viele Kilometer rupfst du im Jahr runter?
Ach, das ist unterschiedlich. Also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Kilometer, Reifen, Autoscheiben und auch ganze Autos. Also da kommt ganz schön was zusammen. Am Sonnabend Aufstieg gefeiert, am Sonntag schon wieder unterwegs gewesen. Bleib bitte gesund, Christian, auf all den Fahrten bei den vielen hunderttausend Kilometern. Applaus auch für dich. Danke. Danke dir, Andreas. Ja, einer fehlt noch hier vorne auf der Bühne. Er sagt, positiv verrückt sein ist eine Grundvoraussetzung, um bei Dynamo etwas zu bewegen. Er hat in den letzten 2 Jahren einiges bewegt. Nicht überall in Deutschland erkennt man ihn sofort. Hier in Dresden kennt ihn jeder. Seit 1980 ein ganz fester Bestandteil der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, der Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Ralf, das ist dein Beifall. Nicht von oben. Ah ja, ich wollte dir einfach mal die Bühne geben. Ralf, 11. Mai 2014. Lass uns noch mal zurückschauen. Besser nicht. Ja, ich will einfach mal ein bisschen in deine Gefühlslage reinschauen. Also 11. Mai, Abstieg Dynamo, die Mannschaft ein Scherbenhaufen, hochexplosives Umfeld, kaum noch Spieler da. Also alles ganz, ganz schwierig. Der Verein auch wirtschaftlich nicht gut aufgestellt. Und 4 Tage nach diesem Abstieg verkündest du, wir wollen in 2 Jahren um den Aufstieg mitspielen. Die Mission habt ihr ziemlich gut erfüllt. Kannst du uns an deiner Gefühlslage so ein bisschen teilhaben lassen? Ich war wahrscheinlich ein guter Blender, ne? ihr habt das alles geglaubt, was ich damals erzählt habe. Musste man schon sehr viel Fantasie entwickeln, ja, die das erlebt haben. Das waren schon extreme Zustände, die hier geherrscht haben. Der Verein war zerstritten. Ich habe es immer so verglichen, da ist damals an einem Haus, wo immer nur Kosmetik gemacht wurde, ist da eine Planierraube drüber gefahren. War platt erstmal, das war ja auch nicht schlecht. Aber da war noch eine richtig hohe Hypothek drauf auf dem Haus. Auf der anderen Seite, rückblickend, muss man sagen, so weh, wie es damals tat, für den Verein war es fast ein Glücksfall, der Aufstieg. Man konnte wirklich planen, man konnte gestalten, dass es alles so aufgeht, müssen wir uns nichts vormachen. Hat man auch hier und da ein paar Sondereffekte, ein bisschen Glück, muss man alles relativieren, aber das war erstmal die Chance, den Cut zu machen, bei Null anzufangen und wirklich neue Ideen einzubringen. Du hast damals gesagt, der Verein liegt auf der Intensivstation. Jetzt, gestern, bekommt man die Lizenz für die 2. Bundesliga ohne irgendwelche Bedingungen. Also ärztlich würde ich mal sagen, der Patient muss eigentlich nur noch zum Routinecheck. Ihm geht's richtig gut. Grundsätzlich ja. Wir sind auf einem guten Weg, bis auf die Herzattacke vom Samstag, sowohl in Magdeburg als auch im Stadion. Ja, es war noch kein Infarkt, aber das war schon wieder mal so ein Warnschuss. Und dann sieht man auch wieder daran, wie sensibel dieses ganze Gebilde noch ist. Und es gibt, wir müssen höllisch aufpassen, es gibt eine Menge Arbeit. Und gerade wenn man ein kleines bisschen Erfolg hat, ist das umso wichtiger. Dann ganz kurz zu der Herzattacke vom Samstag. Also Stichwort 1, Magdeburg. Da sind viele oder einige ohne Eintrittskarte und auch ohne gute Kinderstube hingefahren. Und viele andere mussten dann darunter leiden. Die konnten nämlich nicht mit rein ins Stadion, wurden quasi in Sippenhaft genommen. Gibt es jetzt erste Erkenntnisse zu den Vorfällen von Magdeburg? Ja, wir haben bewusst gesagt, also erstmal haben natürlich diese Vorfälle, ich trage für den Laden die Verantwortung, ganz einfach. Dass ich mich dann vielleicht nicht ganz so ausgelassen freuen kann, wie die Jungs, die auf dem Feld gestanden haben, denen ich das auch zu 100% gönne oder dem Trainerteam oder so, ist klar, weil ich dann schon wieder weiß, was im Nachgang kommt. Fakt ist eins, wir haben gesagt, wir werden uns jetzt ein paar Tage Zeit nehmen, um das aufzuarbeiten. Wir werden auch kommende Woche nochmal nach Magdeburg fahren,
um die Sachen nochmal klar zu besprechen. Man muss differenzieren. Es sind sicherlich einige Sachen schiefgelaufen, muss man ganz klar sagen. Ich war früh im Fanzug drin. Ich kenne die Abläufe, die besprochen waren, die teilweise nicht eingehalten wurden. Auf der einen Seite hat man auch No-Gos, da gibt es null Toleranz, hat der Lemi, glaube ich, auch deutlich angesprochen, auch klare Ansagen gemacht, und ich hoffe, dass wir dort in einem Boot sind, auch zukünftig, weil wir können es nur gemeinsam schaffen, und wir werden mit Sicherheit Mitte nächster Woche dann auch die eine oder andere, vielleicht auch schmerzhafte Maßnahme verkünden, wo man vielleicht auch den einen oder anderen, der nicht zwingend direkt daran beteiligt war, der dann mit betroffen ist. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir so dieser Hab-Acht-Effekt durch das, was passiert ist. Aber das sollte uns Warnung sein, auch jetzt konsequent zu sagen, ey, passt auf, das waren zwei geile Jahre. Die haben wir zusammen so bewältigt, wir haben sportlichen Erfolg. Und dann passt das eigentlich nicht zusammen. Nicht eigentlich, sondern es passt überhaupt nicht zusammen. Definitiv. Und die Fans, die in Magdeburg mit dabei waren, können sich auch mit ihren Schilderungen an den Verein, an die Fanbetreuer wenden. Auch in Dresden ging dann nicht alles rund, lief der Empfang der Aufstiegshelden nicht so ab, wie man sich das gewünscht hat am Abend. Viele Familien, gerade mit Kindern, waren da ziemlich traurig, dass sie so mit der Mannschaft nicht feiern konnten. Ja, ist hinlänglich bekannt. Da sind auch die Bilder um die Welt gegangen, oder zumindest in Deutschland. Das ist ein fader Beigeschmack, ne? Ganz einfach. Und ich persönlich habe es in dem Moment gar nicht so registriert, weil ich mich ein bisschen zurückgehalten habe. Das sind genau die Themen, die wir aufnehmen müssen und wo wir auch mit breiter Front konsequent gegensteuern. Wollen aber trotzdem die Helden würdigen. Uwe Neuhaus hat dich gerade so schön gelobt. Was kannst du zum Aufstiegstrainer sagen? Die Trainerwahl war jetzt nicht unbedingt die schlechteste. Nein, wir hatten ja jetzt Ostern, hatten wir ja... Zusammen Ostereier gesucht? Nee, lass doch mal. Ich weiß ja genau, wann ich ihn das erste Mal kontaktiert habe. Und das war Ostern vor einem Jahr. Ja. Wir hatten jetzt sehr wenig Berührungspunkte vorher. Ja, wo ich ihn angerufen habe und gesagt, Uwe, ich wollte eigentlich bloß schöne Ostern wünschen. So nahm das ganze Thema seinen Lauf. Wir haben uns dann auch zeitnah getroffen und hatten halt auch die Chance, wirklich die neue Saison gemeinsam dann auch anzugehen, zu planen, die letzte zu analysieren. Auch dass die Konstellation mit dem Peter, der die Mannschaft bis zum Saisonende betreut hat, jetzt in der Funktion des Co-Trainers, wo viel Informationsvorlauf schon da war. Ich gehe weiter jetzt mit dem Matze Lust, der das extrem lebt. Diese Verzahnung, die wir ja wollen, zwischen U19 und erster Mannschaft, über den Brano, der den ekligsten Slivovitz vertreibt hier, wirklich, oder verschenkt, besser gesagt. Ne? Das hat ganz einfach gepasst. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt verlassen einige Spieler, Typen, Identifikationsfiguren den Verein. Waren Spieler wie Hefel und Eilers einfach nicht zu halten? Nein, die sind mir eigentlich zuvor gekommen. Ich hatte das mit dem Uwe schon abgestimmt, dass das für die zweite Liga definitiv nicht reicht. Und ja. Nein, das tut auf der einen Seite sportlich weh und mir persönlich auch menschlich unheimlich weh, muss ich ganz klar. Das waren zwei, neben der Molly ja dazu, drei, die für den Anfang vor zwei Jahren mitstanden. Das waren Überzeugungstaten, diese Spieler zu holen, die vielleicht jetzt auch noch nicht die große Rolle im deutschen Fußball gespielt haben, wo wir aber ganz einfach auch die Perspektiven erkannt haben. Und die haben sich gut entwickelt, die haben hier einen Riesenjob gemacht, die haben einen wahnsinnigen Beitrag geleistet, dass wir das erreicht haben, was wir wollten. Und zwangsläufig sind wir nicht auf einer Insel, sondern der Markt ist da. Ja, und dann entscheiden sie sich jetzt anders, dann ist das auch okay. Das war total fair, total ehrlich, der Umgang, auch in der Phase jetzt. Insofern kann man sagen, danke für das, was ihr geleistet habt. Das war richtig klasse. Das ist das Erste. Das Zweite, alles Gute für den neuen Job. Und das Dritte ist, ihr werdet sehen, nach drei Monaten werdet ihr Dynamo vermissen. Das
Also bevor wir vielleicht noch ein bisschen über die Zukunftsplanung sprechen, hier im Saal sind ja auch viele, die mit großem schwarz-gelben Herzen dabei sind, die auch einen großen Anteil haben, auch wenn sie jetzt ja heute Abend nicht jeder einzeln gewürdigt werden kann, also die so ein bisschen am Aufstiegsrädchen mitgeschraubt haben. Ja, also die Frage hättest du mir nicht zwingend stellen müssen, das war das, ich habe trotzdem versucht. Das hatte ich sowieso im Ärmel jetzt, weil das ein tiefstes Bedürfnis ist. Also jetzt, ob das jetzt die Geschäftsstelle ist, allen voran natürlich meine zwei Assistenten, der Martin Birner und der Christian Walter, die mir wahnsinnig viel abnehmen. Das geht weiter, wenn ich jetzt auf die Geschäftsstelle, den David May, den Robert Wange, in der Buchhaltung, in Markus Benedikt, ich möchte sie gar nicht alle aufzählen. Großteil könnten ja irgendwo sogar meine Kinder sein, also um die 30, brutal dynamisch und das Allerbeste bei der ganzen Geschichte noch mit einer extrem hohen Identifikation und eigentlich auch mit einem gewissen Maß an Fan. Und das ist auch so, was für mich, neben meiner Familie natürlich, auch so ein bisschen Medizin ist, wo man sich erholen kann, wo man wieder Kraft tanken kann, wo man mal Scheißlöhne hat und man kommt und sagt, wo wir uns dann gegenseitig auch ein kleines bisschen aufbauen. Also wie gesagt, komplette Geschäftsstelle, meine Assistenten, Staff, medizinische Abteilung. Also ich glaube, wir haben hier eine Konstellation, die ganz einfach auch notwendig war, um diesen Erfolg zu haben. Martin Birner hast du gerade erwähnt, einer, der schön im Hintergrund arbeitet, gerne von dir genannt, der Observer. Warum der Observer? Ja, der Martin ist, den kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit mit einer Aufgabe betrauen. Und dann blendet er aus alles andere. Dann hat er seinen Laptop vor sich, dann scannt er das Bild und eine Stunde später kriegst du ein Produkt raus, was ganz einfach fehlerfrei ist. Er ist ein Beobachter, er hat alles im Griff, Prozesse, das wisst ihr ja gar nicht in der Mannschaft, was ich für Informationen bekomme, in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, im Trainerteam, wenn der Peter, also das sind Berichte teilweise, von einem Tag, es ist der blanke Wahnsinn. Ralf, der Mann ist furchtbar öffentlichkeitsscheu, Andreas Fritsch versucht es trotzdem. Birdie, stimmt das alles, was der Ralf jetzt gerade erzählt hat? Du bist die gute Seele der Mannschaft, du hast einen Riesenapplaus dir verdient, du machst für die Jungs alles, aber du verpfeifst auch alles? Nein. Ich kann genau entscheiden, was der Trainer, was der Manager erfahren muss, aber es gibt auch viel, was die Spieler mir anvertrauen, was einfach keiner erfährt. Und ich denke, das macht eine gute Mannschaft aus. Ich denke, ich habe in den letzten 5 Jahren 100 Spieler oder mehr erlebt und es hat jeder eine Geschichte. Und ich denke, es sind alles gute Lungs. Wir haben jetzt den Aufstieg zusammengepackt und ich denke, wir werden noch wunderschöne Wochen und Jahre vor uns haben. Und die Jungs können sich auf mich verlassen und ich hoffe, ich kann mich auf die Jungs verlassen und wir schaffen irgendwann das ganz Große hier. Ich glaube, du kannst dich jetzt darauf verlassen, dass es einen Bernie-Sprechchor geben wird von der ganzen Mannschaft. Stimmt's, Paco? Das stimmen wir jetzt alle an, den Bernie-Sprechchor. Er hat das Mikro schon in der Hand. Seht ihr das? Martin Birner. Martin Birner. Martin Birner. Martin Birner. Da freut er sich jetzt auf jeden Fall, dass wir ihn jetzt so erwähnt hat, aber das hat er auf jeden Fall verdient. Stichwort Zukunftsplanung. Du hast neulich mal gesagt, wenn du es eilig hast, gehe langsam, sonst passieren Fehler. Sonst fällst du. Hallo, hallo, hallo. Oder sonst fällst du. Aber habt ihr es bei der Zukunftsplanung nicht so langsam jetzt ein bisschen eilig? Ich bin ja kein Zeitungsleser, aber es ist ja schon wieder das blanke Chaos ausgebrochen im Umfeld. Die blanke Panik zerfällt die Mannschaft etc. Das sind übliche Geschichten. Jetzt haben wir gerade andiskutiert, was vor 2 Jahren war. Wir hatten 6 Spieler. Davon haben uns noch 2 verlassen, wo wir Gott sei Dank auch Ablösesumme bekommen haben. Das war eine ganz andere Dimension und jetzt müssen wir wirklich die Nerven behalten. Sicherlich wollen wir das nächste Level, bedeutet mehr Qualität, aber wir haben eine Ausgangssituation, die uns jetzt keineswegs dazu veranlassen sollte, in Hektik oder Panik zu verfallen. Aller Voraussicht nach wird es so sein, dass wir zum ersten Punktspiel 11 Mann auf dem Platz haben. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ach, da bin ich ja beruhigt. Aber Ralf, dein Ziel ist es auf jeden Fall,
so ähnlich wie in den letzten beiden Jahren, immer junge, entwicklungsfähige Spieler zu holen zur SGD? Nein, wir sind uns einig mit dem Trainer und wir haben da auch eine gleiche Denkweise. Erstmal muss man die wirtschaftlichen Möglichkeiten zugrunde legen. Das ist das eine. Und das eine Säule sicher, das Thema junge Spieler, die noch entwicklungsfähig sind, wo noch Luft ist, die wir rauskitzeln wollen. Ich meine, letztendlich waren wir auch in diesem Jahr neben den U23-Mannschaften die jüngste Mannschaft. Dass es gepaart sein muss mit einem gewissen Maß an Erfahrung, Stressresistenz, ist klar. Das hat auch dieses Jahr gezeigt, wo wir auch bewusst in dem Bereich verpflichtet haben. So, und dann haben wir aber ja natürlich auch ein paar Pappnasen am Start, die jetzt auch ein bisschen mehr erlebt haben und schon 2 Jahre älter sind. Also wir werden eine gesunde Mischung finden. Gibt es denn schon ein paar Neuzugänge, die du namentlich nennen kannst, die du um die Pappnasen herumscharen wirst? Ach, nur raus mit der Sprache, wir sind doch unter uns. Ja, nee. Also Fakt ist eins, wir haben schon, aber das ist, wie gesagt, das war vor 2 Jahren auch die Schlagzeile, wann kommen die Kracher, wann kommen die Granaten und so. Und da zählte da weder der Hefe noch der Eile noch der Molly dazu, die jetzt den nächsten Schritt gehen. Und genau den Weg werden wir wieder gehen. Und da haben wir auch schon Spieler verpflichtet, bin ich ehrlich. Dort wird jetzt Anfang nächster Woche, werden wir das auch bekannt geben. Und können wir sicher sein, dass wir nicht erst seit dem rechnerischen Aufstieg am Wochenende dort schwer am Arbeiten sind. Tja, und um Neuverpflichtungen zu verpflichten und wirtschaftlich gesund aufgestellt zu sein, braucht es Partner, braucht es Sponsoren und braucht es einen guten Hauptsponsor, Andreas. Und bei dem stehen wir jetzt, bei Herrn Gärtner, dem Vorstand von Feldschlösschen. Ihr Applaus. Herr Gärtner, wie schön ist das, auch auf den Aufstiegstrikots Ihr Logo zu sehen? Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Zunächst mal war es schon mal schön, den Namen Feldschlösschen auf den Logos überhaupt zu sehen. Da hat der Ralf Minge auch einen großen Beitrag geleistet, weil man kann natürlich Sponsoren am besten überzeugen, indem man Emotionen auch überbringt, uns zumindest. Bei uns ist es nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich so ein Sponsoring jemals rechnet, aber es ist einfach die Emotion, die sich da paart mit dem, was man wirtschaftlich auch tut. Und dass es so geklappt hat, wie wir das damals eigentlich so uns angedacht haben oder wie der Ralf Minge das angedacht hat, in 2 Jahren schaffen wir das, wir steigen auf. Das ist natürlich toll und dass wir den Verein dabei begleiten durften, das war auch prima. Und deswegen sind wir jetzt auch gern dabei, wenn es wieder in die zweite Liga geht. Gibt auch noch mal einen Schnaps drauf. Wir müssen ja neue Spieler einkaufen. Und vor dem Hintergrund sage ich noch mal allen Spielern, die nicht dabei sein dürfen, wenn wir nächstes Jahr den Durchmarsch in die erste Liga schaffen. Schade, dass ihr nicht dabei seid. Aber ja. Vielen Dank, Herr Gärtner, Vorstand von Feldschlösschen. Feldschlösschen tut Dynamo gut und Dynamo ganz sicher auch dieser traditionsreichen Dresdner Brauerei. Und wir wollen noch zu Jens Heinig hier zu uns bitten. Kommen Sie her, Sie müssen ins Licht kommen. Aufsichtsratsvorsitzender engagiert, Mitglied seit 2004, dienstältestes Aufsichtsratsmitglied. Sein Arbeitgeber Veolia unterstützt Dynamo seit langen Jahren nachhaltig, großzügig. Wie ist das, Herr Heinig, in Ihrem Umweltunternehmen in dieser Saison gewesen? Jeden Montag, wenn man die Kollegen trifft, das waren doch immer herrliche Wochenendauswertungsgespräche, oder? Da kann es ja gar kein Problem gegeben haben, weil bei 2 Niederlagen kann es nur 2 Tage gegeben haben, über die wir überhaupt was diskutiert haben. Also alles super. Jetzt ist er Aufsichtsratsvorsitzender und hat an meinem Mikrofon, Jens, das letzte Wort. Denn Sie haben ein ganz besonderes Anliegen, Herr Heinig. Ich wollte mich an dieser Stelle, Andreas Ritter hat es ja schon gemacht, aber nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Beteiligten für diese Wahnsinnssaison bedanken. Ich versuche mal ein paar aufzuzählen, wenn ich da irgendjemand vergesse, dann verzeihen Sie mir das. Als allererstes natürlich die Mannschaft mit allen Spielern, dem Trainerteam, dem Funktionsteam, der Geschäftsstelle, allen Gremien, die es da weit und breit gibt, die sich da ehrenamtlich beteiligen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine Riesensaison. Ich bin 8 Jahre dabei. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Und das geht schon nah. Da gehen die Haare hoch. Und ganz herzlichen Dank. Und lasst uns das genießen und lasst uns das auch nicht von solchen Chaoten kaputt machen.
Vielen, vielen Dank und auf eine tolle Zweitligasaison. Und damit, Jens, das Schlusswort bei dir. Tja, wie gesagt, bei ihm können ja noch die Haare hochgehen. Das ist bei mir ein bisschen schwieriger. Stichwort Saisonziel kommende Saison. Uwe Neuhaus hat sich noch ein bisschen gedrückt. Was sagst du? Ja, du hattest mit Recht. Ich habe jetzt im Vorgriff gesagt, wir wollen nicht mehr Fahrstuhl spielen. Na, das ist jetzt so mal die Überschrift und der Coach hat das absolut berechtigt gesagt. Jetzt gucken wir, was wir für eine schlagkräftige Truppe zusammenkriegen. Und dann werden wir uns auch, wie im letzten Jahr, was für mich auch wichtig war, na, als Mannschaft, als gesamtes Team, dass man sich klar artikuliert, dass man sagt, das will ich erreichen, werden wir das auch in diesem Jahr tun. Ralf, und du wirst im Hintergrund die Strippen ziehen. Ich stehe jetzt einfach mal auf, vielleicht kommst du auch noch mal ganz kurz zu hoch zu mir, denn es kommen jetzt zwei Jungs auf die Bühne, Nils de Scherer und Michael Hefele, die haben was ganz Besonderes für dich. Und ja, Jungs, kommt einfach hoch und ich gebe euch einfach das Mikro. Alles klar. Ralf, wir haben hier eine kleine Überraschung für dich. Wir haben unsere eigenen Shirts und ich glaube, du hast dir als absolute lebende Dynamo-Legende, wie es der Trainer schon gesagt hat, du lebst zu 100% Dynamo, du bist Dynamo für mich. Wenn ein Spieler ein Problem hat, wenn irgendjemand anders ein Problem hat, das geht alles über deinen Tisch, du regelst die Probleme, du löst alles und ja, du bist einfach der absolute Pate von Dynamo Dresden und deswegen, du kannst es hier sehen, haben wir ein schönes Shirt für dich. Der Gottvater. Ralf Minge, der Pate, ja? Nochmal Applaus, hey, für den Ralf! Sieht großartig aus. Ralf, alter Strippenzieher, sag was. Die Pappnasen, also... Nein, ist egal. Also, der Trainer hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht mit der Aussage, ich bin halt Dynamo und das zu 100%. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann will ich die pro Dynamo treffen, auch wenn ich eine Fehlentscheidung treffe. Das gehört zum Leben dazu, überhaupt keine Frage. Und ich hoffe schon, dass mich meine Füße noch ein paar Tage tragen und dass ich dieses Projekt noch eine Zeit begleiten darf. Überhaupt keine Frage. Und die Jungs, die sagen zwar immer Chef zu mir. Das bist du ja nun auch. Ich trage die Verantwortung für den Laden. Solange ich in der Funktion bin, halte ich meinen Kopf auch hin. Überhaupt keine Probleme. Und wir wissen auch, es ist in zwei Jahren, dass der Wind auch teilweise mal richtig von vorn gekommen ist. Sowas muss man dann auch in der Funktion aushalten, ist überhaupt nicht das Thema. Nein, ich meine ja, ich sehe... Ob das jetzt die Mannschaft ist, ob das das Trainerteam ist, das Funktionsteam ist, ob das die Fans sind. Ich sehe uns ja als Partner. Ne? Ich will immer gucken, dass wir auf Augenhöhe agieren, mit dem nötigen Respekt. Ich glaube, das macht Dynamo Dresden aus, dieses Partizipative. Ne? Und daran werde ich auch festhalten. Vielleicht werde ich mal auf die Schnauze fallen, aber das ist meine Philosophie und dafür stehe ich, dafür habe ich gestanden und werde ich auch in Zukunft stehen. Mit aller Kraft. Aber... Fühlst du dich schon gut getroffen, oder? Also das Konterfei steht dir gut. Ja gut, das muss. Lass mich eine Nacht drüber schlafen. Gut, also die Jungs bleiben gleich mal vorne. Ich kann währenddessen schon mal die ganze Mannschaft, das Trainerteam, alle hier nach vorne beten, dass wir ein schönes Abschlussbild hier vorne bekommen. Das wäre super, wenn ihr einfach nochmal hier vorne auf unsere kleine Bühne kommt. Und ich darf Andreas Fritsch einfach nochmals mit nach vorne bitten. Und natürlich den Stefan Lehmann, der ist ganz, ganz wichtig. Lemi, könntest du mal bitte mit vorkommen? So, währenddessen darf ich mich schon mal bei allen Förderern und Sponsoren bedanken, die zum heutigen Abend mit beigetragen haben. Ich darf mich beim Team hinter den Kameras bedanken, beim großen 1953-Team. Andreas, ich darf mich bei dir bedanken für einen tollen, tollen Abend. Und natürlich
ein großer Dank. Wir knien uns mal hin. Richtig. Vor unsere Aufstiegshelden. Richtig. Ein großer Dank an die Aufstiegshelden der SGD. Schön, dass ihr den Traum wahrgemacht habt und nach 706 Tagen den Aufstieg und die Rückkehr in die zweite Bundesliga realisiert habt. Aber ein großer Dank auch an Sie hier im Saal. Sie waren ein tolles Publikum. Ich hoffe, Sie konnten den Abend mit uns ein klein bisschen genießen. Und jetzt übergeben wir das Mikrofon an den Kapellmeister Stefan. Wir singen alle, würde ich mal sagen, zum Abschluss von 1953, der Dresdner Fußballtalk, dem Aufstiegsspezial, den 12. Mann, oder? Oder wir können noch was anderes singen, das Lied, was ich vorhin verhunzt habe. Ja, komm. 12. Mann ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob gut, das alle hier komm. Jens. Nie mehr, dritte Liga, nie mehr, dritte Liga, nie mehr, dritte Liga, nie mehr, dritte Liga. Können wir doch mal, vorhin war ich sehr aufgeregt, ich hatte einen Traum. Das ist eigentlich ein blödes Lied, was im Suff entstanden ist, also ich weiß gerade, das schlägt die übelste Wellen hier. Ja, aber es ist cool. Ja, klar ist cool, Sie haben es so entstanden. 3, 4. Ich hatte einen Traum und dieser Traum war wundervoll. Europacup, es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam. Alle Dresdner im Block sangen nur ein Lied für dich. Oh Florenz, ihr kämpft für uns, wir für dich. Lololololol.